Ja, ich bin auch kein Spieler, der, also egal was ist, wenn ich auf den Platz gehe, dann gebe ich 100% oder bleib zu Hause. Wir haben geschrieben, wir haben gesagt, wir wollen nochmal zusammen auf dem Platz stehen. Ja, er hat's jetzt, er stand jetzt. Ich gebe Gas, dass ich bald dazukomme. Wird auch die Phase kommen bei mir jetzt, 100%, wo ich morgens wach werde und mir denke, scheiß auf die Reha, gar keinen Bock. Ja. Und dann gilt es halt genau an den Tagen trotzdem sein Programm durchzuziehen. Ich habe auch schon mit einem Bänderriss gespielt. Mhm. Habe mir dann auch den Fuß getaped, eine Ibo rein vorm Spiel, weil im Endeffekt kann nicht mehr passieren. Habeck hat, also ich will nicht wissen, was der an Gasofix und Tape-Rollen in der Saison verbraucht hat. Aber auch das ist so ein Punkt, wo ich jedem auch sage, das ist nicht gut. Aus einem einfachen Grund, weil du gaukelst deinem Körper vor, ich habe Stabilität. So, und weh dem, du machst das mal ab. Man sieht, dass das eine Mannschaft ist oder dass da eine zusammenwächst. Ja. Wichtig wird es jetzt einfach sein, dass wir so schnell als möglich ein Team sind, was am Wochenende auf dem Platz steht, wo jeder Gegner sagt, boah, heute Offenbach, eigentlich gar keinen Bock gegen die zu spielen. So, gut, ihr Lieben, zurück beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind wieder da, Folge 41. Wieder Diagonalball. Ja, ich weiß, wir haben jetzt eine Weile keinen Doppelpass gemacht. Wir wissen das, wir wollen auch wieder was machen. Aber wir haben halt die ganze Zeit die Möglichkeit, tolle Leute zu interviewen, richtig interessante Gäste da zu haben und auch bei interessanten Leuten aufzunehmen. Das haben wir heute wieder wahrgenommen. Erstmal möchte ich mich bedanken an allererster Stelle beim Thorsten Stedfeld, dass wir hier heute bei dir sein dürfen, dass du heute auch dabei bist im Podcast. Sehr gerne. Und dann natürlich riesen Dank an dich, Sascha Korb, um es auszuführen, ist heute bei uns, ist unser Gast, dass du hier bist. Servus, Gude. Hi, Sascha. Ja, natürlich habt ihr schon gerade kurz gehört, der Michael ist natürlich auch dabei, logischerweise unser Drecksack. Meine Kickers, Jungs, grüßt euch. Ja, darf ja nicht fehlen. Auch für den Kontakt jetzt hier, nochmal dir vielen Dank. Und wir sind natürlich auch mal dabei, wir, Tobi und ich, also Lukas. Servus. Genau, jetzt haben wir, glaube ich, alle mal was gesagt. Bevor du aber ganz groß anfängst, habe ich eine Bitte. Und zwar hat vom Volker Kohn, der Papa, ist heute 85 geworden. Freddy, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Ja, alles Gute. Happy Birthday. Absoluter Kickers-Mann, ja. Durften wir auch schon kennenlernen. Alles Gute dir und Folge, wir sind auch bald wieder bei dir, wissen wir, haben wir schon alles im Kopf. Genau, was haben wir heute vor? Heute sind wir eigentlich hier zusammengekommen, weil wir eigentlich wollten wir eine viel größere Runde noch haben. Ist jetzt aufgrund des Platzes hier vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nicht so groß geworden ist. Danke. Nein, wir kriegen das auf jeden Fall aber noch hin, denke ich. Und Sascha ist ja da, das ist das Allerwichtigste, dass wir dich da haben als Beispiel. Wir wollen nämlich heute auch mit dir, Thorsten, so ein bisschen drüber reden. Physis im Fußball, Verletzungen und ich meine, bei Sascha ist es momentan ja aktueller denn je. Jetzt würde ich trotzdem erstmal den Fokus ganz kurz auf dich, Thorsten, legen. Vielleicht kannst du einfach so ein paar Sätze mal sagen, dass die Leute einfach genau wissen, was du so machst und wo du herkommst und was du für einen Hintergrund, sag ich mal, hast. Okay. Also mein Kickers-Hintergrund oder beruflicher Hintergrund? Beides. Also mein Kickers-Hintergrund versuche ich mal ganz kurz zusammenzufassen. Also erstes Kickers-Spiel 1974, 6-0 gegen die Bayern. Da hat mich der Kickers-Virus volle Kanone erwischt. Und seitdem Kickers-Fan, dann kurze Zeit mit jugendlichen Jahren, 16 Jahre, Ordner gewesen war auf dem Kickers. Also schon immer Kickers-Blut gehabt. Dann ging es weiter, wurde ich Fanbeauftragter. Irgendwann mal in den Ende 90er, Anfang 2000er. Und habe dann später auch noch mit Peter Wolf, besser bekannt unter Streu, zusammen die Fanabteilung gegründet. Und war eine ziemlich geile Zeit. Ja, und jetzt haben sich die Zeit ein bisschen geändert. Inzwischen bin ich im VIP-Com aktiv. Bin seriös geworden. Und ich bin jetzt auch alt. Was? Und wo ihr seid, habt ihr gesagt, ihr seid bei mir zu Gast. Ja, das ist in meinem Fitness-Mikrostudio. Ich bin seit 2016
Personal Trainer, Fitness- und Personal Trainer. Und inzwischen auch hauptberuflich das Ganze, am Anfang nebenberuflich. Ja, und mache die Leute fit nach einer Verletzung. Mach schon mal ein kurzes Stichwort dazu. Oder aber auch generell. Oder auch zielorientiert, wenn einer jetzt, keine Ahnung, was hatte ich, war einer, der wollte seinen dritten Dan im Jiu-Jitsu machen. Und da hat er mich für 3 Monate gebucht. Da habe ich ihn fit gemacht. Oder für einen Triathlon, Bekleidung in Frankfurt. Lauter so Sachen. Genau. Ja. Das. Also mein Alter noch, 57. sieht man den nicht an draußen. Danke. Ja, und wenn die Kickers-Fans jetzt zuhören, der eine oder andere kennt mich jetzt eher unter Schotte. Das ist mein Spitzname, auch in der Community. Und ja, das zu meiner Seite. Da haben wir ja eigentlich alles drin. Danke dir auf jeden Fall. Da wissen die Leute, die jetzt zuhören, natürlich auch, woran wir sind oder woran sie sind. Das heißt, dass hier schon auch Kompetenz sitzt. Und nicht nur sozusagen jemand, der es halt mal hatte oder also auch, aber nicht nur. Ja, und ja, das ist natürlich wichtig. Würde ich direkt zu Sascha rübergehen. Jetzt könnte ich sagen, wir könnten einsteigen mit, was war dein Werdegang? Da lachen sich die Leute aber tot. Ja? Die Leute wissen alles im Endeffekt über deine Vergangenheit, denke ich mal, weil ich glaube, jeder Offenbacher hat dich verfolgt, deine Karriere, sage ich mal, von Anfang an eigentlich. Und ich habe immer gesehen, oh, Sascha wechselt, wo geht er diesmal hin? Und ich habe mich jedes Mal aufgeregt, dass wir dich nicht zurückgeholt haben. Ja, da wollte ich einfach mal so als Einstiegsfrage so reinbringen, wie ist dir das denn ergangen, so dass du halt jetzt einige Jahre dann doch woanders spielen musstest, durftest, konntest und nicht hier? Ja, also in erster Linie war es auf jeden Fall schon damals ein bitteres Gefühl, dass der Vertrag nicht verlängert wurde, das war klar. Aber im Nachhinein muss ich auch sagen, was vielleicht gar nicht so schlecht für meine persönliche Entwicklung als Mensch, aber auch im Sportlichen. Ja, dass es am Ende so viele Vereine geworden sind, war aber auch nicht geplant. Ja, da haben dann verschiedene Kompetenzen zusammengespielt, wie es auch hier war. Insolvenz, Abstieg, dann kam Corona. In Bayern wurde die Saison unterbrochen, sprich, ja, wir haben dann, glaube ich, ein halbes Jahr gar nicht gespielt. Das waren alles so Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass es dann am Ende ja leider doch mehr Vereine wurden als gedacht. Aber ich glaube, bei jedem Verein habe ich auch was Gutes, was Positives mitgenommen für meine weitere Entwicklung. Mhm. Magst du nochmal kurz erzählen, so die Vereine, wo du überall warst, für die Leute, die jetzt das nicht so auf dem Schirm hatten? Ja, ich bin damals nach Kassel gewechselt. Das war so der erste Verein, das erste Mal weg von zu Hause. War dann 2 Jahre in Kassel. Dort eine Insolvenz mitgemacht mit Punktabzügen. Haben es damals leider nicht geschafft, die Liga zu halten. Ich glaube, damals waren es noch 6 Absteiger, weil Saarbrücken und Mannheim nicht aufgestiegen sind. Sonst hätten wir die Liga gehalten. Von dort aus ging es dann nach Worms. Worms war ein ganz schwieriges Jahr. Bisschen komisch, hat irgendwie für mich nicht ganz so gepasst. Bin dann von Worms aus nach Schweinfurt. Da war es dann, muss ich sagen, so mit die geilste Zeit. Da hatten wir eine überragende Truppe. Hab dort mit Jungs in der WG gewohnt. Ja, es war einfach eine überragende Zeit. Leider nur ein Dreivierteljahr. Dann kam Corona und von Schweinfurt aus. Ja, dann kam das Angebot aus Verl, wieder Profifußball, 3. Liga. Da habe ich mich dann auch für entschlossen, auch wenn es, wie gesagt, ein überragendes Jahr war in Schweinfurt. Bin dann nach Verl gegangen, habe dort nochmal 3. Liga spielen dürfen und war dann zuletzt jetzt nochmal 2 Jahre in Aalen. Ja, da dann erneut eine Insolvenz mitgenommen, wieder Punktabzüge, aber... ja, wir haben es am Ende geschafft. Wir haben die 9 Punkte aufgeholt. Auch da einfach, weil wir eine überragende Truppe hatten, wo es einfach menschlich innerhalb der Mannschaft so gepasst hat, dass wir es geschafft haben. Und ja, jetzt bin ich zurück in Offenbach. Ich wollte gerade sagen, also in Aalen tun wir uns immer schwer, weil es immer auf mich wie eine total geschlossene Mannschaft wirkt. Also es ist immer sehr, sehr schwer dort. Ja, also wir hatten jetzt finanziell, aber auch von den Einzelspielern her nicht
die große Truppe gehabt in Aalen. Das haben wir aber als Mannschaft weggemacht und ich glaube, in Aalen war es für jeden sehr, sehr unangenehm zu spielen. Da haben wir einige Mannschaften ärgern können. Ja, und deswegen haben wir am Ende auch dann diese 9-Punkte-Abzug aufgeholt. Ja, ich muss noch mal ganz kurz auf die Schweinfurter Zeit zu sprechen kommen. Da hast du ja auch dann, habe ich dich, glaube ich, auch gesehen. Ich gab uns zu Viktoria nach Aschaffenburg. Da habe ich dann auch mal dich live wieder gesehen. Und ja, war dann schon auch irgendwie ganz witzig. Wer waren so die Jungs, so Pipo und so, mit denen du dann zusammen? Genau, Florian Pieper ist ein Junge aus Dieburg. Mit dem habe ich damals in der Jugend schon in der Hessenauswahl gespielt. Er war damals beim FSV. Wir haben immer gegeneinander gespielt. Also wir kannten uns von klein auf. Es war auch so ein Punkt, er war schon in Schweinfurt, da haben wir immer viel telefoniert, ich war dort, habe ihn besucht und das war auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, komm, ich mach's. Und der andere WG-Mitbewohner war Tim Dannhoff, ist jetzt bei Erzgebirge Aue, genau. Ja, cool, ich habe das da immer verfolgt und auch wenn du dann so gepostet hast, hast du immer so diesen Spirit gespürt wirklich, fand ich richtig geil gewesen. Also wir hatten ja mit Marco Fritscher noch einen Offenbacher Junge dort, Lukas Billig, jetzt muss ich lügen, aber auch auf jeden Fall aus Hessen, wo genau, auch aus weiß jetzt, aber ich glaube aus dem Darmstädter Raum, hinten kommt, also gebürtig aus dem Darmstädter Raum, aber ja, wir hatten so eine kleine Hessen-Fraktion in Bayern und ja, wir haben eigentlich jeden Tag war die Mannschaft unterwegs, also wir hatten mitten in der Stadt, war unsere WG, genau nebenan war dann noch eine WG mit 4 Spielern, also waren schon mal 7 Jungs aus der Truppe mitten in der Stadtmitte und ja, ich glaube, viel muss man nicht sagen, was da los war nach den Siegen. Ja. zumal ich in Schweinfurt ja auch schon öfter war und Schweinfurt ist ja schon auch jetzt nicht ganz klein, aber auch nicht so riesig, da kannst du ganz gut an der Innenstadt ein bisschen, bisschen was unternehmen. Ja. Ab 8 abends werden die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. Das war unser Vorteil. Ja. Es war nur. Aber nur für Fremde, nicht für euch. Genau, also bei uns war der Vorteil dadurch, dass wir haben mitten in der Stadt gewohnt, da waren nur Geschäfte. Ja. Das war auch im Gebäude vom Präsident. Also der hat oben drüber seine Firma gehabt, unten war ein Kaffee. Mittendrin war unsere WG. Und ab 17 Uhr war oben schon mal Feierabend beim Chef. Das Kaffee. Großer Vorteil. Der Kaffee hat dann meistens um 8, 9 zugemacht. Also man konnte den Abend immer gut ausklingen lassen. Ja. Dann würde ich jetzt einfach mal nochmal ganz kurz auf die Drittliga-Zeit zu sprechen kommen. Wie viele Spiele hast du da gemacht? Oder ich habe es gerade nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Oh, ganz genau, weil ich sage. Ich meine, es waren 20 Spiele. Die Hälfte ungefähr von Anfang an. War ein schwieriges Jahr. Erstens, die Umgebung Verl ist, ja, also ich glaube, jeder, der mal dort war, weiß, dort gibt es gar nichts. Halbe Saison war das? Wann warst du da? Vor 2 Jahren. Also ich war jetzt 2 Jahre in Aalen und davor das Jahr als 3 Jahre. 1920, oder? Genau, das müsste noch Corona gewesen sein. 2021. Ja, weil 21, 22, 22, 23. Genau. Ja, wie gesagt, es ist dann eine halbe Stunde in die eine Richtung bis Bielefeld, die andere halbe Stunde in die andere Richtung nach Paderborn. Ansonsten ja, gab es außer Feldwege nicht wirklich viel. Auch durch Corona, wir konnten jetzt als Mannschaft nicht so viel miteinander unternehmen. Ich kannte in Verl keinen, auch aus der Truppe habe gar keinen gekannt. Und ja, so hat sich das Jahr eigentlich so ein bisschen hingeschleppt. Aber am Ende, wie gesagt, bin ich auf 20 Spiele gekommen. Genau. Das ist ja schon ordentlich eigentlich. Also es ist ja nicht so, dass du dann irgendwie ein Jahr komplett verschwendet hast. Warst ja schon dann mehr oder weniger zumindest Stammspieler teilweise, zumindest auch von Beginn an. Ist ja dann schon nochmal eine Erfahrung. Ich hatte gerade so ein bisschen Rossi im Ohr eben, als er von Lotte erzählt hat. Das ist genau das Gleiche, glaube ich. Okay. Das ist, hat er auch erzählt, da ist halt nichts. Da ist keine Fanbase oder kaum Fanbase. Da ist nichts rundherum. Da sind die Trainingsplätze, weiß ich nicht, jetzt ein Pferd, aber Lotte. Ostwestfalen-Power. Was halt, genau. Was halt auch, ist ja auch klar. Ich meine, wenn ich in Ostwestfalen wohne, dann gehe ich zu Preußen, dann gehe ich zu Arminia oder zum BVB oder was weiß ich. Aber ganz sicherlich nicht zum SC. Warte, ich halte meine Autos, mich aktuell die ganze Zeit noch. Ja, aber das sind alles so. Ja, aber wie gesagt. Also man muss sagen, es war wirklich,
ich habe aus dem Fenster rausgeschaut und habe wirklich Kilometer Feld gesehen. Das war, ich bin halt ein Stadtkind, auch so. Ich bin keiner, der gerne zu Hause sitzt. Mhm. Gerade wenn die Sonne draußen ist, dann will ich raus. Dann will ich irgendwo mal einen Kaffee trinken gehen oder eine Pizza essen oder was auch immer, irgendwas unternehmen. Und ja, es war schon schwer in Verl. Wie gesagt, wenn, bin ich eigentlich nach Bielefeld rübergefahren. Ja. Und Kassara, da geht mehr die Post ab. Ja, da geht auch nichts ab, aber schon mehr als in Verl. Das Bielefeld gibt es auch gar nicht. Ja, das darfst du im Kern noch nicht erzählen. Bielefeld gibt es gar nicht. Mit dem hat es gestern oder vorgestern wieder über an, Bielefeld. An dem war es gerade gedacht, also, eben. Deswegen hat Bielefeld, da geht um die Post ab. Ja, das soll ich meinen. Ja. Er hat mich damals leider nicht eingeladen, dahin, wo es die Boni Post abging. Also ich muss sagen, es war sehr, 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 sehr langweilig. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, auch durch Corona ja eigentlich die meiste Zeit allein in der Bude gehockt. Und war schon schwer, weil es waren auch, ich glaube, 350 Kilometer in die Heimat. Da fährt man nicht einfach mal heim und sagt, komm, geh die Familie besuchen. Das ist was anderes als Schweinfurt und selbst Aalen ist ja deutlich näher, würde ich mal behaupten, oder? Also ja, also Aalen ging. Ich bin meistens abends um 10, 11 gefahren, weil da die Freundin schlafen gegangen ist. Und dann bin ich abends gefahren, da war die Autobahn frei. Ja, Stunde 45. Also wenn, je nachdem wie die Baustellen waren, maximal 2 Stunden, aber eigentlich unter 2 Stunden. Ja, warst du also oft auch in Offenbach gewesen auch in der Aalener Zeit? Ja, ja, genau. Also ich war eigentlich jedes Wochenende in Offenbach. Eigentlich egal, wo ich gespielt habe, weil die Freundin ist hier geblieben, die Familie ist hier und dann sind wir meistens am Wochenende hergefahren. Dann haben wir den freien Tag zusammen hier genossen und dann bin ich abends wieder zurückgefahren. Ist aber schon auch straffes Programm, oder? Also wenn du dann auch als Sportler wirklich halt immer körperlich auch trainieren musst, ist es schon, setzt dir das dann manchmal zu oder kannst du damit umgehen dann, wenn du es gewohnt bist? Ich glaube, bei mir war es dann echt irgendwann Gewohnheit. Also ja, es ist anstrengend, aber dadurch, dass ich immer einen Tag vorher gefahren bin. Also ich bin eigentlich nie am Tag vom Training gefahren, bin meistens einen Tag vorher gefahren und konnte dann auch in Ruhe in meinem Bett noch schlafen. Und deswegen ging das eigentlich. Ja, du wolltest ja schon letztes Jahr zurückkommen. Wie war das damals? Warum hat es sich dann zerschlagen? Genau, also ja, ich war im Urlaub, dann kam der erste Anruf von Matthias Georg, glaube am selben Abend noch von Alexander Schmidt. Und für mich war sofort klar, ja, wenn's geht, wenn alles passt, dann will ich schon wieder zurück nach Offenbach. Und ja, dadurch, dass aber in Aalen ja auch finanziell jetzt ja nicht so rosig aussah und dadurch auch sportlich und der Verein mich einfach als Stammspieler, als sehr wichtigen Spieler gesehen hat, konnten sie mich nicht einfach so gehen lassen, wie es eigentlich üblich ist im Fußball, haben sie eine Ablöse gefordert, ja, und da konnten die Vereine sich nicht einigen und deswegen habe ich dann meinen Vertrag, so wie er war, in Aalen erfüllt. Also ich jetzt gehört habe, dass du wieder nach Offenbach kommst, war ich der Erste, wo gesagt hat, den hole ich mir die Rikscha ab. Ja. Persönlich, scheißegal. Ja, jetzt nur ein bisschen Kleingeld mitbringen. Nachher. Ja, gut, ist halt so. Ne? Also im Fußball musst du halt damit rechnen. Das sind halt Verträge, die gelten. Und ich meine, du hast ja dann auch gesagt, ich werde kein Prozent weniger geben. Ist da vollkommen klar. Ich meine, das ist ja auch eine Sache der Ehre dann. Und wenn du dich committest, und klar, du konntest ja auch nicht voraussehen, dass du dann wieder gefragt wirst quasi. Ja, ich bin auch kein Spieler, der, also egal was ist, wenn ich auf den Platz gehe, dann gebe ich 100% oder bleib zu Hause. Ja, das habe ich schon immer so gemacht und war jetzt auch kein Spieler, der dann da, klar, ich habe meinen Wechselwunsch ganz offen kommuniziert in allen, also der Verein, auch die Mannschaft, jeder wusste eigentlich Bescheid, aber ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich 100% zur Mannschaft, zum Verein stehen und alles dafür geben, trotzdem dann die Ziele zu erreichen. Aber Respekt, das hast du ja auch gemacht. Ja, also wie gesagt, wir haben mitten in der Saison 9 Punkte abgezogen bekommen, waren auf einmal Tabellenletzte. Ja, dann schaust du dich erstmal an in der Kabine und sagst, boah, was geht jetzt hier ab? Ne? Und dann war uns natürlich auch von vornherein klar, okay,
die Mannschaft wird jetzt im Winter nicht unbedingt verstärkt werden, so dass man sagt, ja, es läuft alles von allein. Also da war schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Die verschiedenen Mannschaften, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Spieler, wo ich von dir gesehen habe, das war wirklich in der 100%. Du bist wirklich so ein Spieler, du klappst, du kannst gar nicht 50, das geht bei dir gar nicht. 70, nee, ist bei dir auch schon zu wenig. Du ich versuche so, zumindest über meine 100%, die ich an dem Tag geben kann. Die Mannschaft, wo du warst, die können nichts Böse, würde ich sagen. Garantiert nicht. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass du nach der Aussage, dass du erstmal in Aalen bleibst, weil dich die Vereine nicht einigen konnten, danach auf dem Berg gespielt hast gegen Kiel? Das war doch danach, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Wir haben dann hier gespielt, ja, klar. Ja. Und da war ich mich auch noch, habe ich mich genau hier im Fokus gehabt, alles gegeben, Attacke. Genau, da habe ich nur so gedacht, scheiße, jetzt in den Kopf möchte ich jetzt mal reingucken. Spielt vor der Fans und alles und ging in Anführungszeichen seine Mannschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es immer genossen, hier zu spielen, auch als Gegner, weil ich finde es auch geil, egal wo ich hinkomme, wenn die gegnerischen Zuschauer pfeifen, beleidigen, was weiß ich. Mich pusht es immer. Deswegen, ich bin immer gerne nach Offenbach gefahren. Ich hatte jetzt nicht, bis aufs erste Jahr mit Kassel, da war ein oder andere Situation, aber ansonsten war es ja jetzt bei mir nicht der Fall, dass die Fans gepfiffen haben oder mich beleidigt haben. Aber man hat ja trotzdem gemerkt, dass hier 6.000 gegen dich sind. Und das hat mich einfach immer noch mehr gepusht. Ja. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Spieler, die das auch pusht. Also zum Beispiel hier unser Kollege, Kiel Gomez, den pusht das, glaube ich, auch. Und ich habe selten einen Spieler so verachtet. Also im Spiel als Fan, privat kenne ich ihn nicht, ne? Immer dazu sagen, ja, aber ey, so ein, also, genau ich, also auf dem Platz so, ja, also wenn genau der Gegner spielt, ja jetzt auch schon lange. Ja, so, also so ein, also auch auf, auf dem Platz ein richtiger Drecksack, muss ich echt mal sagen. Ja, aber so muss es sein. Als eigener Fan liebst du das, aber als Gegner. Aber ich habe auch zu dir gesagt im Stadion, eigentlich finde ich es geil, dass der bei denen spielt, weil da kannst du als Fan auch mal schön dagegen gehen, den beleidigen und da kommt auch nochmal die Fans, die kommen richtig in Wallung. Das ist geil, wenn so ein. Ich sag mal, da gibt es viel zu wenig von den Charakteren. Ja, weil du hast am Bersch auch in letzter Zeit so diese Gegner, wo dann halt 90 Minuten, egal wie das Spiel läuft, Feeling Biberer Berg ist nicht da. Kommt nicht auf, warum denn auch? Also früher wenn da so ein Spieler da ist, plötzlich kommt es wieder. Einfach mal von, kennt es euch ja auch noch, ihr mit Sicherheit auch hundertprozentig. Das Beste war, wenn das Spiel so verflacht ist, dass der Gegner ein von uns vorm Block 2 abgetrieben ist. So richtig, am besten noch ein Lieblingsspieler. Ja. Und dann ist gekippt. Ja. Zack. Ja. Stimmung von den Fans, Akro, Mannschaft und Akro. Und ich denke immer an St. Pauli, wo sie vor uns gejubelt haben, die Wichser. Ja. Und dann haben wir so noch, hab ich nicht gesagt. Und dann haben wir noch 4-3 gewonnen nach 1-3. Das war geil. Ja. Ich stehe auf Spieler, die dann immer noch cool bleiben, auch vom Gegner. Und wenn man es auch auflegen. Ja. Ich finde die Jungs immer dann geil, wenn sie sagen, was, Jungs? Ja. Das ist mein Sport, Ende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch den Spieler, den du erwähnt hast eben, ich habe das auch so vernommen, aber dann habe ich mal kurz einen Moment innegehalten. Ja. Okay, wenn ich jetzt er wäre, was hättest du gemacht? So scheiße. Ich glaube, ich wäre so im Fanblock gegangen und hätte angegrinst. Um noch mehr gegen mich zu kriegen, das hätte mich dann noch mehr gepusht. Also so wäre ich gewesen als Spieler. Ja. Und dann, deswegen habe ich dann gesagt, komm, bleib einfach mal ruhig. Er würde bei mir im Team Trickster spielen. Der würde bei mir wirklich im Team Trickster spielen. Und bei mir wäre er natürlich. Er hätte seinen Stammplatz. So wie der. Wie man sagt, der ist so. Ja. So ein Keller brauchst du. Mein Fußball ist ja auch kein Anhammer. Nee. Der Mike hätte auch seinen Stammplatz. Mike, schon immer. Ja. Ich brauche keinen Techniker in dem Sinn. Das soll er anderen machen. Doch, der Alva ist so am Drechsel. Der Alva, aber das ist aber anders. Das ist auf eine andere Art. Andere Art Drechsel. Aber das macht der schon clever, der Kerl. Ja, wenn der seinen Freistoß rausholt, also nimm dir mal den Ball weg. Das ist schwierig. Das war gerade Gerd Müller. Ja. Arsch raus, Ball gesichert und dann geht er durch zwei Leute. An dem Arsch muss halt auch erstmal vorbei. Nee, aber das ist. Also, ich mag dich Arsch. Das sind so Punkte, wo man Sascha, glaube ich, auch brauchen, dass er bald wieder zurückkommt. Ganz genau. Jetzt gerade, wenn so ein Spiel so ein bisschen verflacht und der Gegner Druck macht, dass er mal ein Zeichen gesetzt wird. Und das kann der Sascha. Und ja,
Auch der Rossi, der kann das, denke ich. Ja. Aber Mike. Die fehlt. Mike, jetzt spielt er wieder, das hast du auch wieder gesehen. Hast direkt gemerkt, dass er wieder dass man die Grätsche ausgepackt wird, die so im Grauzonenbereich ist, ja, wo vielleicht der Ball getroffen wird, vielleicht. Aber auch nochmal eine Gegner. Aber ich sehe den Leo Müller auch da drin. Genau. Der Leo Müller, der ist auch so, und ich habe den beobachtet, auch schon in Darmstadt, habe ich den schon gesehen, in der Jugend oder im B-Team. Also das ist auch so ein Dreckarsch. Ja, der zieht auch sein Ding. Aber das Ding ist ja, ihr könnt ja auch alle kicken. Also das ist ja nicht so, dass ihr blinde seid. Also, ihr seid ja nicht nur Holzköpfe. Ja, ihr könnt ja alle noch Fußball spielen. Das kann man ja auch dazu. Ja. Ja, aber es stimmt schon. Also das hatten wir jetzt in ein, zwei Spielen, hat uns das schon gefehlt, dass wir einfach in den entscheidenden Momenten dann, ja, muss man halt einfach mal eine Karte in Kauf nehmen. Ne? Das ist dann die Karte fürs Team, die tut auch dann keinem weh. Und aber das ist einfach auch so ein Reifeprozess, der noch ein bisschen stattfinden muss. Es ist eine relativ neue Truppe, wo sich der ein oder andere jetzt noch auch zurechtfinden muss, wo ist mein Platz. Und ich glaube, dass das, man hat ja auch schon Spiele gesehen, hat überragend funktioniert. Und jetzt müssen wir einfach zusehen, dass wir diese Konstanz da reinkriegen, dass jeder genau weiß, also heute habe ich die und die Aufgabe und dann werden wir das auch wieder hinkriegen. Aber ich denke, da ist im Trainer sein Hinterkopf auch noch drin. Weil für mich hat er die optimale Mannschaft noch nicht gefunden. Und er sagt, gut so. Für mich ist es erstmal gut so, weil wir haben ja viele Verletzte. Die haben jetzt noch nicht gespielt. Kann sagen. Und demher. Und dann, also ich frage mich halt immer, ich meine, wir kennen es ja auch als Trainer auf einem ganz anderen Level. Natürlich sage ich immer wieder, aber was ist die optimale Mannschaft? Also ja, im besten Fall, dass du... Findest du die Truppe, die sich einspielt, die irgendwie, keine Ahnung, weil es halt läuft, wie damals in der Meistersaison 8 Spiele in Folge gewinnt? Ich meine die 15 oder 16. So meinst du, ist ja. Egal, ja. Ja. Auch die Mond reinkommen. Ja, klar. Pam! Das dass da kein Verlust ist. Ja. Die optimale Mannschaft hat der Trainer auf den Platz geschickt, wenn er gewonnen hat. Ja, genau. Ganz einfach. Ganz einfach. Dafür, mein lieber Freund, schmeiße mal den ersten rein. Dann ist er schon. Nein, guck doch mal jetzt in Balingen, da Fälle ist irgendwie Nase auf, ist am Spieltag, wird noch krank und so. Und du denkst schon, oh, was ist denn das für eine Aufstellung jetzt? Jason nicht da. Und am Ende gewinnen wir das Ding, also wirklich, klar, viele, viele Chancen vergeben, aber du gewinnst am Ende, es juckt doch keinen, wie das zustande kommt. Aber da lobe ich auch den Trainer, weil der macht da keine Hektik, genau. Und mich dann... In der Führung ist die Scheiße, und dann sagst du, okay, dann muss ich was ändern. Was ich auch wichtig fand jetzt, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, Sascha, dass man halt auch mal reagiert und seine eigenen Fehler vielleicht irgendwann mal erkennt, auch als Trainer. Also auch so, mein Vater sagt es auch immer, Gruß an der Stelle, wieso kapierten die neuen Trainer das immer erst nach einem halben Jahr, dass Mike Vetter spielen muss? Mein Vater sagt das jedes Mal wieder. Und ich gebe ihm ja dann irgendwo auch recht und sage aber, ja, die anderen Jungs haben ja auch ihre Qualitäten. So ist ja auch so. Und jetzt hast du aber trotzdem gesehen, Mike allein auf der 6 alles weggeräumt. Davor hast du plötzlich einen Keanu und Alva, die genau diese Positionen spielen können, weil sie halt ihre Freiheiten bekommen. Und wobei, das könnte Sascha wahrscheinlich bestätigen, also was ich weiß, der Mike sollte ja einfach nur erstmal Teammanager sein und als Standby-Profi. So. Und da war er gar nicht so im Trainingsbetrieb drin, auch aufgrund seiner Verletzung. Und er musste sich auch erstmal wieder rein. Genau, also ich weiß jetzt nicht, in wie weit Mike mit dem Verein da gesprochen hat. Ja. Teammanager, Spieler, was hat Priorität Nummer 1? Was, ne, das weiß ich nicht. Fakt ist, Mike war verletzt. Mike war krank, ist dann aber jetzt auch schon wieder einige Wochen im Training, aber jeder, der aus einer Verletzung kommt oder krank war, der weiß, es dauert einfach seine Zeit, bis man das Ganze wieder aufgeholt hat. Ja, hat mich auch gefreut für den Mike. Ja, also wir haben direkt gesagt, wir haben geschrieben, haben gesagt, wir wollen nochmal zusammen auf dem Platz stehen. Ja, er stand jetzt. Ich gebe Gas, dass ich bald dazukomme. Top Überleitung. Ich wollte gerade sagen, besser geht's nicht. Ja. Besser kann's nicht sein. Ja, Thema Verletzung. Deswegen sind wir ja auch, haben wir heute das so als Runde eigentlich angeleiert, also mit den zwei anderen theoretisch, die noch da gewesen wären. Bei dir ist jetzt Gruß an die Jungs trotzdem. Ja, Gruß an die beiden, an Rossi und an Leon. Also es ist dann auch schon wichtiger, wenn du Reha-Termine hast, dann musst du sie wahrnehmen, ja.
Jetzt haben wir trotzdem dich da und du warst ja, glaube ich, auch der Erste in der Vorbereitung, dann, der sich verletzt hatte. Ich glaube noch vor Leon, bin mir gar nicht sicher. Damian war der Erste, Balic. Damian war der Allererste, oh, richtig. Also erst von der ja. Langzeitverletzung, ja. Sag ich mal, genau. Ja. Und bei dir ist ja schon, gut, Rossi auch, sehr, sehr langwierig und eklig, aber Kreuzband hatte ich auch, kann ich aus eigener Erfahrung reden, selbst schon, haben viele schon gehabt, ist schon extrem langwierig und vor allem auch kompliziert. Wie lief es jetzt bei dir oder wie weit bist du, wie geht's dir jetzt Stand heute? Ja, also ich sage immer, mir geht's gut. Ja, ich habe keine Schmerzen, aber klar ist, man sieht es noch ein bisschen an meinem Gangbild, es ist noch nicht optimal. Ich habe jetzt aber von der Beugung her bin ich jetzt ja, so langsam im Soll, kann bei der Reha Tag für Tag ein bisschen mehr machen, bin auf der Trainingsfläche, beim Physio eigentlich jeden Tag und arbeite einfach hart dran, dass ich ja jetzt Stück für Stück meine Muskulatur wieder so aufbaue, mein Knie wieder so stabilisiere, ja, dass ich dann wieder auf den Platz zurückkehren kann. Ihr habt wahrscheinlich auch nur so eine grobe Prognose bekommen vom Arzt oder wie, dass es so 6 bis 9 Monate dauert oder? Ja, es ist so. Also da kommt es dann auf den Heilungsverlauf drauf an. Erstmal 6 bis 9 Monate, genau. Mhm. Da ist ja auch jeder Körper ein bisschen anders. Als Fußballer willst du immer so schnell wie möglich auf den Platz, aber ich glaube, es ist gerade bei so einer Verletzung schon auch wichtig, dann sich vielleicht einfach 3-4 Wochen länger Zeit zu lassen, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Habe jetzt gehört, dass eine neue Studie rauskommt, die halt sagt, ich glaube, zwischen 5. und 6. Monat vom Kreuzband wird das Gewebe wohl nochmal ja, wie weich. Ja, und deswegen ist die Rückfallrate da sehr hoch. Deswegen gehen sie jetzt schon ein bisschen weg von Anfang 6 Monate, eher zu 7 Monaten. Ich werde einfach schauen jetzt, wie die Reha verläuft. Ich glaube, ich kenne meinen Körper mittlerweile sehr, sehr gut, dass ich sagen kann, okay, ich bin soweit oder ich bin noch nicht soweit. Und dann genau in Absprache mit den Ärzten, mit den Physios. Und dann werden wir schauen. Ich denke, du bist in guten Händen. Und ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt bei mir damals geguckt habe, ich habe nicht jeden Tag Physio gehabt und bin kein Profi gewesen oder so, aber ich habe natürlich schon auch 1:1 Trainings gemacht und habe schon versucht, dann auch ne, gezielt aufzubauen und mir gezielt Infos zu holen, was wie trainiert werden muss. Und trotzdem, bis ich mal wieder, ohne dass ich ein scheiß Gefühl hatte, mit Ball am Fuß auf dem Platz stand, ist, glaube ich, fast ein Jahr rum gewesen. Also 11 Monate, vielleicht waren es 10,5, aber vorher ging gar nichts. Also auch Kreuzband bei dir, ne? Auch vorderes Kreuzband bei mir, ja. Also ich weiß nicht, ist bei dir auch rechts oder links? Bei mir ist die rechte Seite. Ja, genau. Also. Ja. Ja, also ist ja eine Allerweltsverletzung im Fußball, also passiert ja ständig. Ist also nicht im Sinne von wie schlimm, sondern es ist schon eine extreme Verletzung, aber es passiert ja also dauernd, auch beim Skifahren und so. Ist ja, Kreuzband ist ja schon krass. War bei dir eigentlich noch was irgendwie kaputt im Knie außenrum? Oder? Ja, Außenband, Außenmeniskus und Kreuzband. Also das ist aber wohl so die typische Reihenfolge oder Ablagerung beim Kreuzbandriss ist eigentlich nie nur das Kreuzband. Das Gute ist aber Meniskus und auch Außenband. Also Meniskus haben sie gleich bei der Operation mit geglättet. Das Außenband halt so. Und es sind beides Bänder, die schneller verheilen als das Kreuzband. Und die jetzt nichts ändern an der Länge oder auch an der Therapie. Ja, und deswegen sind es eigentlich so beiläufige Verletzungen. Ja, ich war im Training dabei, als bei ihm das passiert ist. Ja, das hast du ja damals. Vor, ganz da ehrlich, kam ich dann da später auch noch dazu. Das war ein richtiger Schreck. Ich habe da gesehen, auch wie du da noch rum bist und dachte, da ist was durch. Da ist was durch. Ja, an die Situation selbst kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, weil es einfach sehr, sehr schnell ging. An dem einen Tor, du wolltest ja, glaube ich, nochmal draufballen oder irgendwas, da kam der Ball nochmal. Ich habe den Eindruck, du hast irgendwie in die Wiese gedreht, in den Rasen. Nee, so, beim Schuss. Ich, ungefähr, naja, sehe, also, ich so weiß noch, es war du bist nicht so beim Schuss. Und dann so mein Körper. Also ich weiß, dass es nicht beim Schuss war, es war im Zweikampf. Ja, gut, da war ja vorher, genau. Ich sehe nur ein langes Bein. Und aber wie es jetzt
da basiert ist, kann ich zu 100%. Ja, ja. Also das war nicht gut, auf jeden Fall. Weiß man nicht. Also ich habe damals bei mir auch, es war ein Laufduell und ich weiß bis heute nicht genau, wie das sich verdreht hat. Ich bin halt, der kam halt, ich habe den nicht wahrgenommen, checkt mich leicht weg, ich komme wahrscheinlich falsch auf, verdrehe mich komplett. Und dann halt, ja, ist ein Bruchteil von der Sekunde. Nicht mehr um Platz kommt, das war dann klar. Ja, also bei mir ist tatsächlich damals nur das Kreuzband gerissen und mein Arzt hat dann auch gesagt, mein Chirurg hat gesagt, das ist ja völlig lächerlich. Also das habe ich ja noch nie gesehen. Also oder fast noch nie. Dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie mal, können Sie noch was lernen. Dann habe ich gesagt, also ich das war auch bei mir super lustig, kann ich kurz erzählen. Da war ich beim eigentlichen Arzt, der dann immer guckt, ja, und hat dann gesagt, ja, da ist nichts. Und ich so, ja, da ist doch was. Du merkst ja, dass es voll instabil ist. Also bei mir war das so. Und dann habe ich dem gesagt, ich will einen MRT, also weil er sagt, er wollte mich heimschicken. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann überweise ich sie. Dann bin ich direkt zum MRT gegangen. Es war direkt ein Termin frei, einen Tag später. Und dann kam natürlich raus, ja, die Kreuzband ist gerissen. Ich so, ja, ich weiß. So, ich habe es gemerkt. So, und dann bin ich zum richtigen Chirurgen. Der hat gesagt, er hat einen Test gemacht und hat sofort gesagt, ja, natürlich ist es natürlich. Ja, also gut, dass ihr dann richtige Ärzte habt mit so Stümper wie Stadt. Da ging es ja nicht viel anders als mir. Also ich bin der Dritte im Bunde, im Kreuzband. Ja. Vorderes, rechts. Ja. Ich super. Ja, aber ich kann mich sogar noch genau daran erinnern, ein Punktspiel gewesen, habe immer Innenverteidigung gespielt und unser Außenverteidiger ist schön nach vorne. Ich so, oh Mann, es geht nicht gut, weil er war mir irgendwie klar, dass er den Ball verliert. Ich bin schon mal auf die linke Seite rübergerutscht. Hab gesagt, komm, die Seite deckst du ab. Bin also raus von meiner Innenverteidigerposition und prompt passiert das, was ich gedacht habe. Er marschiert nach vorne und ich biete ihm die Außenseite an, stelle mich also so quer. So, und was macht er? Er zieht nach innen. Ich rotiere nach innen, Standbein bleibt stehen und wie so ein Pistolenschuss. Bang! Ja. Und ja, mich umgefallen. Und damals. Interessant, also eben viele ja, Kickers-Leute haben da auch mit zu tun gehabt, denn mein damaliger Trainer war der Mike Grünewald. Mhm. Und ich gehe raus und Mike sagt zu mir, Thorsten, vergiss es, Kreuzband gerissen. Ah, nee, Mike, komm, gut sein. Und aufgetreten, mal kurz gerade gesprintet, wieder zurückgesprintet, wunderbar, geht. Schiri, komm wieder rein. Nein! Ja. Bin wieder reingegangen und nächste Verteidigungsaktion, nichts Dolles, wollte mich wieder so halt in die Hocke bewegen, dreh wieder, zusammengebrochen wie ein nasser Sack. Ja, genau. Und sagte Mike hier, vergiss es, hier, lass mal untersuchen und auch einen guten Arzt gehabt. Ja, und dann war ich letztendlich im Heilig Geist war ich, genau das wollte ich da auf nochmal hinweisen, wie bei dir. Haben die gemeint, ja, ihr Fußballer, ihr wollt immer was Schlimmes haben. Sagt ihr Leute, hört zu, der hat es einen Knall getan. Ja? Also ich bin nicht ganz blöd, dann ist ein Band irgendwie gerissen. Und nix. Und dann tatsächlich war ich dann beim Dieter Schäfer. Mhm. Und auch Kickers Vergangenheit. Ja, und damals mit ihm zusammengearbeitet, noch eine mit Kickers Vergangenheit, Gerd Paulus. Oh. Ja. Und der hat mich damals behandelt und sagt, Thorsten, hier, da ist eine Schublade, was ein Kreuzband ist. Richtig. Ja, ja, das muss sein. Ja. Geh mal ins Krankenhaus und lass es mal, mach mal Arthroskopie. Und hat sich herausgestellt, dass 3/4 gerissen war. Aber ich hatte aber keinen Bock gehabt, operieren zu lassen und habe konservativ und bin dann. Hast du vernarben lassen quasi? So gutes Geld. Ja, halt. So 5 Monate habe ich immer gearbeitet bis 17 Uhr. Und dann bin ich immer zum Dieter, Eis, Elektromassage, Sporek war er damals noch, unser Sporek. Halbes Jahr, jedes Jahr. Im Winter habe ich gesagt, hier Leute, ich komme wieder. Ja, und wie du schon sagtest, 5 Monate, sagt man, das war offensichtlich bei mir noch nicht so weit. Und da habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, im ersten Training, komm, ich muss dazu sagen, was Fußball anbelangt, habe ich so einen kleinen Hau. Also ich war da schon ziemlich berüchtigt für meine Spielweise und Anweise. Und habe zu meinem Kumpel gesagt, hier, lass uns mal einen Pressschlag machen. Entweder fliegt das Knie fort oder rein mental vom Kopf, er es hält und ich kann kicken. Es hat gehalten, allerdings war für mich, weil ich immer vom Kampf kam, war es nicht mehr so hundertprozentig. Und ich musste mich dann langsam mit abfinden, dass es nicht mehr geht. War eigentlich immer im Höhepunkt meiner Karriere, damals Angebot vom Landesligist noch gehabt. Hier, wenn es Winterpause, dann kommst du zu uns, Satz mit X. Und dann so langsam runter.
Und last but not least, 2008, wie gesagt, drei Viertel waren weg, ein Viertel war noch da, wurde ich überredet, Kickers waren wieder dabei, Fanclub-Turnier, selber Sportplatz, war beides mal bei der FT Oberrat. Ach, krass. Ja. Ja, das ist auch. Und hab's erläutert, das gute Acker. Ich nenne es nicht. Ich geh nur ein bisschen ins Tor. Ja. Lauf raus, da war eine Grasnarbe, rechtes Bein, pop, und wieder letzte Viertel auch weg. Ja, und das war, wie gesagt, 2008 und habe ich auch nicht machen lassen. Aber ja, jetzt hält's. Also ich bin Marathon gelaufen, Halbmarathon gelaufen, Rennrad, Alpenüberquerung, ging alles. Das ist dann nicht so schlimm noch. Das zu dem Thema kommt auch drauf an, was man machen will. Wenn du jetzt Profisport oder Halbprofi, dann musst du das machen lassen. Im Nachgang würde ich immer sagen, um jetzt auch mal zum Medizin zu kommen, weshalb wir auch zusammensitzen, würde ich immer sagen, mach das. Ich kann jedem raten, mach das. Checkt das vorher ab mit dem Arzt, lasst es untersuchen, wie schlimm es ist und überlegt euch, was ihr wollt. Ja. Jetzt die geraden Bewegungen, Joggen, Radfahren, geht alles. Aber sobald ihr diese Stoppbewegung macht, ob das jetzt, und Drehbewegung, genau, Tennis, Volleyball, Basketball, Fußball, Skifahren, dann braucht ihr wirklich, oder wie ich es auch mache, permanent Oberschenkelmuskulatur und Waden und alles trainieren, volle Kanone, dann geht das, aber auf hohem Niveau schwierig. Ja. Bei dir ist es jetzt auch, Sascha, wahrscheinlich aus der Sehne hinten gemacht worden, das neue Kreuzband, oder vorne wie? Aus der Quadrizeps-Szene vom Oberschenkel. Ah, okay. Genau. Ja, es gibt ja. mittlerweile keine Ahnung, wie viele Varianten. Ja, ja. Bei mir haben sie die Quadrizeps-Szene genommen, weil sie dort die Dicke und die Länge besser bestimmen können. Mhm. Wenn sie hinten die Sehne nehmen, müssen sie sie so nehmen, wie sie ist. Mhm. Das ist es. Ja, genau. Und dann ist einfach so, ist die Sehne gut? Ist sie dick genug? Ja, das können sie vorne durch die Quadrizeps-Szene einfach besser bestimmen. Und ja, wir sind ja auch, muss man sagen, gerade was Knie, Schulter, Gelenke allgemein beim Junelight, in den besten Händen, muss man ja schon sagen. Er hat extra noch einen Dr. Uwe König dazu genommen. Mhm. Ja, 1:1 ist gleich. Also da waren zwei absolute Kniespezialisten am Werk und die haben mich dann auch zusammen operiert und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt. Also König kennt ja, glaube ich, jeder im Rhein-Main-Gebiet oder jeder, der mal was mit dem Knie hatte. Also ein guter Kumpel von mir, Gruß an dich, Moritz, der hatte kurz nach mir auch Kreuzband, auch rechts. Nee, links. Aber sein starker ist der linke. Also auch starkes Bein. Der war dann beim König gewesen und der hat damals, glaube ich, auch bisschen was anders gemacht als mein Arzt. Aber ich habe schon gesagt, ja, mein Gott, solange es bei uns beiden funktioniert, ist mir das eigentlich scheißegal. Man muss auch sehen, dass ich natürlich über Jahre auch in kürzester Zeit, nicht nur Jahrzehnte, extrem viel Positives geändert. Also wie gesagt, mein erster, die Dreiviertel, die da gerissen waren, das war 1992. Mhm. Ja. Da haben sie noch mit künstlicher Sehne gearbeitet und so. Mhm. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Und auch noch zu der Zeit, aber ein bisschen kurz vorher, Anfang 90er, Ende 80er, wenn du da Meniskusriss hattest, oh Gott, da war die Karriere vorbei. Ja. Heute gehst du da, machst du Arthroskopie, 4 Wochen kannst du mit dem Lauftraining anfangen, nach 6 Wochen kickst du wieder. Ja, und und heute ein Kreuzbandriss, deswegen nochmal, lass das machen, wenn einer das hat. Also da sind wirklich Spezialisten am Werk und dann muss derjenige allerdings auch den Fleiß haben, dann wirklich kontinuierlich was zu machen. Die Reha und was wichtig ist, auch noch so ein Tipp, kann das Sascha wahrscheinlich bestätigen, kennt kaum eine die Begrifflichkeit Prähabilitation. Nicht nur Rehabilitation, sondern Prähabilitation. Das heißt also vor der eigentlichen OP, sofern es geht, schon ein bisschen Muskulatur aufbauen, damit du nicht so in so ein Tal fällst. Ja? Damit du das ein bisschen abfängst. Ja, also wir haben auch, ich glaube, 1 oder 2 Tage, nachdem es passiert ist, war ich dann schon in der Reha, habe schon angefangen mit Behandlung, mit gewissen Übungen, je nachdem, wie es halt ging. Und wir haben dann, ich glaube, eine Woche nach der OP haben wir mal gemessen. Umfang Oberschenkel rechts, links waren, glaube ich, 9 Zentimeter Unterschied. Also da sieht man, was innerhalb von kürzester Zeit
glaube, es waren dann 3 Wochen nach Unfall. Eine Woche oder 2 Wochen nach OP waren schon 9 cm Umfang. Das geht gut. Am starken Fuß weniger zum linken Fuß. Und ja, das gilt es jetzt halt. Dann einfach wieder Tag für Tag aufzubauen. Und das ist natürlich das Nächste, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass das Knie, dass das alles verheilt und dass man sich da dann gesund fühlt wieder. Einfach, dass ich, bei mir hat es lang gedauert, bis ich wirklich so gelaufen bin vom Gefühl her wie vorher. So heute merke ich das nicht mehr, aber 1-2 Jahre danach immer noch teilweise gemerkt, dass ich bei manchen Bewegungen habe ich genau gemerkt, oh, das ist nicht mehr normal. Das ist ja das Fatale. Auch fängt schon beim Meniskus an. Also du, wie gesagt, 4 Wochen, dann ist eigentlich normalerweise die Wundverheilung außen alles wieder in Ordnung. Ja? Aber innen drin, das kann bis zu einem Jahr dauern, bis es 100% ist. Ja, ich meine, Profisportler haben die Zeit nicht. Oder kriegen die Zeit oftmals ja, nicht. Genau. Gerade bei so einer Verletzung, mein Kreuzband ist wieder was anderes. Mhm. Aber das kann bis zu einem Jahr dauern, bis das innen drin wieder so die Stabilität hat, wie es vorher mal war. Ne? Und da muss man wirklich Geduld sein und muss auch einen ganz, ganz, ganz großen Schweinehund überwinden innerlich, um da täglich fast sein Reha-Programm zu absolvieren. Ja, das der Schweinehund gerade hier, das Mentale vom Kopf her ist das Entscheidende. Wird auch die Phase kommen bei mir jetzt, 100%, wo ich morgens wach werde und mir denke, scheiß auf die Reha, gar keinen Bock. Ja. Und dann gilt es halt genau an den Tagen trotzdem sein Programm durchzuziehen. Es ist immer schwer, weg zu sein, gerade für uns Mannschaftssportler. Ne? Wir trainieren dann in der Reha für uns alleine. Ja, und das ist einfach das Entscheidende, dass du da mental stark bleibst und Tag für Tag dran arbeiten. Und dann ist es eventuell auch vor einem Jahr möglich. Ja, Das wäre schön, ja. Ich habe da genau diese Frage noch. Wie ist es denn? Habt ihr da zusammen teilweise auch Reha jetzt ihr Langzeitverletzten oder ist das immer individuell? Oder wie ist das? Ja, also wir haben uns schon versucht, die Zeiten so legen zu lassen, dass wir gemeinsam fahren können. Kann halt sein, zum Beispiel, wenn ich auf der Trainingsfläche bin, ist Rossi gerade zur Behandlung. Und wenn er rauskommt auf die Trainingsfläche, gehe ich zur Behandlung. Aber wir können zumindest eigentlich fast jeden Tag zusammen fahren. Sind dann auch zusammen bei der Reha. Und es gibt einem dann auch, jetzt aktuell können wir noch nicht so viel machen, aber wenn es dann in die heiße Phase geht, dann können wir uns auch gegenseitig motivieren. Und es gibt natürlich dann einen auch nochmal ein bisschen mehr Kraft für die schwere Zeit. Es gibt dann noch ein paar Prozente, denke ich auch. Man sagt ja auch so mindestens ein halbes Jahr, eher Richtung 9 Monate, sagt man. Also ja, mir ist gerade jetzt, weil du das ansprichst, eine ganz andere Frage gekommen, auch an Sascha nochmal die Frage. Was mir immer mehr auffällt, jetzt nicht nur bei den Kickers, sondern auch andere Mannschaften, ist die Verletzungsart, die immer mehr kommt. Ob das jetzt Kreuzband ist, muskuläre Verletzung oder Achillessehne. Die Belastung spielt eine große Rolle. Ja. Aber es ist auch so, dass gerade im Profisport, da nehme ich jetzt mal Mannschaften bis zur 4. Liga, die auf einem hohen Niveau spielen, mit dazu, ihr kriegt da auch Trainingspläne und alles, um auch da gegenzuarbeiten. Also ob das Mobilitätstraining ist, ob das Krafttraining ist, ob das Stabilitätstraining ist. Warum? Wie erklärst du das, dass so Verletzungen öfter kommen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr nur ab und zu mal kicken, ein Superkicker seid. Das ist schwer zu sagen. Also ich müsste jetzt mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Statistik her so ist, dass es mehr geworden ist. Also rein gefühlsmäßig, subjektiv. Ne? Ja, das müssen wir mal, da bin ich überfragt. Aber ja, es spielen immer viele Faktoren. Also bei mir war es einfach ein ganz unglücklicher Zweikampf, weil von der Muskulatur her, denke ich, bin ich gerade an den Beinen eigentlich gut ausgestattet, dass es eigentlich ja nicht passieren sollte, sagen wir es mal so. Wir arbeiten auch eigentlich jeden Tag mit unserem Fitnesstrainer dran, was auch eine große Rolle ist, wo jetzt so die Diskussionen losgehen, sind die Hybridplätze, Hybridrasen, sprich
die Rasenplätze mit den Kunstrasen drin. Mhm. Da habe ich jetzt nur mitgekriegt, sind schon die ein oder anderen Bundesligisten wieder davon weggegangen, dass sie sagen, nee, zu stumpf, wir nehmen wieder Naturrasen, weil die haben einen Hybrid, genau. Viele Bundesligisten haben einen Hybrid. Gladbach 2, weiß ich, haben auch einen Hybrid, da haben wir auch schon drauf gespielt. Selbst Wormatia Worms, die hatten vor, oh, muss ich jetzt liegen, das ist bestimmt jetzt auch schon fast 10 Jahre her, war so eine der ersten Mannschaften, die ich kannte, die einen Hybridrasen bekommen haben und ich glaube in der ersten Saison 3 Kreuzbandrisse hatte im eigenen Team. Florian Treske, der ja dann danach, ich glaube, zwei Jahre später hierher gewechselt, war ja so der Erste, der sich, ja, ist schwer jetzt zu sagen, ob es dann am Ende wirklich am Platz liegt, weil ich zum Beispiel muss sagen, ich spiele immer sehr, sehr gerne auf Hybridplätzen, weil ja, die sind schon sehr stabil, sind feste, sind eigentlich immer gut gepflegt, fliegen nicht wie bei uns in Offenbach 3 Meter große Brocken aus dem Platz raus. Aber ja, weiß jetzt, wenn man sagt, okay, lieber 3 Meter große Brocken, die aus dem Platz fliegen und ich bleibe nicht hängen im Platz, sondern rutsch eher. Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Weil ich habe manchmal auch den Eindruck, das ist jetzt eine ganz große Diskussion, die ich jetzt hier anhaue. Mit dem Training ist es zu viel, ist es zu wenig, die Dosierung. Denn wenn ich mich daran erinnern kann, als ich meinen Kreuzbandriss hatte, das war die Saison, da habe ich so viel gemacht wie noch nie. Auch vor der eigentlichen Vorbereitungsphase für mich. Ich bin am ersten Mal in meinem Leben Halbmarathon gelaufen, so aus dem Stand heraus, bin viel gelaufen, habe Krafttraining gemacht. Also ich würde mal sagen, ich war für meine damaligen Verhältnisse übertrainiert. Ich hatte überhaupt gar keine Ruhephase. Die Sommerpause, die ich hatte, hatte ich genutzt, selbst um was zu machen, damit ich vorher schon fit bin. War ich dann auch. Aber hinten raus war es vielleicht zu viel. Frage stellt sich mir einfach jetzt auch im Vergleich zu anderen Sportarten. Ich sage mal Leichtathletik oder so, dass dann zu viel gemacht wird, dass vielleicht manche sagen, boah, die haben so wenig Konditionen, die müssten mehr machen. Leichtathletik macht zum Beispiel sehr viel mit Dehnen und Stretching. Ich habe mit Schweizern zusammen trainiert, Nationalmannschaft, die haben eine Stunde, anderthalb Stunden nur gedehnt. Ja. Sonst nichts anderes als Einheit, als Trainingseinheit. Ja. Hatten wir auch schon Trainer, die einen so, die anderen so. Irgendeiner hat mal Yoga gemacht. Wer war das? Haben wir auch gemacht. Oft. Wer war das gewesen bei den Kickers? Irgendeiner hat doch. Ich glaube, das war Steuernagel sogar. Ja, genau. Also wir haben das jetzt gar nicht vom Trainer aus gemacht, sondern einfach so von als Mannschaft. Ja. So am Regenerationstag, gerade meistens so einen Tag nach dem Spiel. Einfach quasi einen lockeren Lauf, Auslauf, ein bisschen Laktat abbauen und dann nochmal ein bisschen Yoga. Was viele Trainer sagen oder Sportwissenschaftler ist, gerade vor dem Training, wenn eher nur kurz andehnen. Genau. Und eher nach dem Sport dann richtig dehnen. Gab aber auch schon Trainer, die eine Position vorm Training eine Minute gehalten haben. Also da streiten sich auch so ein bisschen die Geister. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit mit dem Thema nie selbst wirklich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, komm, ich schließe mich da jetzt rein und versuche mal, auch von großen Wissenschaftlern da mir irgendwie was abzugucken, das muss ich ehrlich sagen, habe ich nie gemacht. Deswegen, ich fahre eigentlich immer ganz gut, wenn ich mich ordentlich warm mache. Das ist so, das man muss richtig warm sein. Kurzes Andehnen, und dann bin ich eigentlich immer schon auf Temperatur. Also ich brauche da jetzt normalerweise nicht viel. Ich meine jetzt nicht nur vorm Spiel, sondern so generell halt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe einen jungen Mann, der wirklich sehr talentiert, 13 Jahre alt und der will es auch schaffen, Profi. Seine klare Aussage war, ich will Profi bei Borussia Dortmund werden. Hatte schon mal ein Ziel, ist doch egal. So wie es aussieht, ich sag mal, wo er momentan ist und eventuell Auswahlmannschaften und so weiter, sieht das ganz gut aus. Aber da habe ich mal gefragt, was so im Training machen, weil er hat Defizite, deswegen ist er bei mir. Das ist zum Beispiel die Athletik, Körperspannung ist überhaupt keine da. Und Flexibilität, Dehnen, der ist stockesteif. Ja. Wobei man sagen muss, was ich jetzt so mitbekommen habe in den ganzen NLZs. Ja. Und die machen da nichts, das wollte ich jetzt sagen, genau. Ja. Wird schon, oder gerade bei den größeren Vereinen wird da schon Augenmerk drauf gelegt. Meiner Meinung nach schon bei vielen
zu viel. Mhm. Ja, weil die Jungs in dem Alter sich gar nicht mehr, meiner Meinung nach, so richtig entfalten und fachen können. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das ist so breit, dass du gar nicht jetzt sagen kannst, okay, es ist, liegt daran. Ich muss zum Beispiel sagen, wir haben früher in der Jugend in Offenbach, da gab es keinen Fitnesstrainer, da gab es keine Athletik, da gab es keinen Koordinationsleiter und. Wo ich schon sage, okay, man braucht es 100%, aber in welcher Form genau jetzt, ja, ist schwer zu sagen. Ja, also uns wurde in der Trainerausbildung, also C-Lizenz nur, aber ne, wurde immer wieder gesagt, geht bitte weg von dem, was ihr als Kinder gelernt habt von anderen Trainern, von den Älteren, dass man sich richtig lang dehnt vor einem Spiel oder vor einem Training, ist Bullshit. Also wenn, dann machst du eine komplette Einheit, wo du dich komplett aufdehnst, gerade nach einem Spiel, das anstrengend war oder so, dann ist es schon mal sinnvoll, aber nicht als Aufwärmen vor einem Fußballspiel oder Training, weil du machst dir damit deine Muskulatur eigentlich eher kaputt. Du überlastest die total, weil das Dehnen allein ist schon extrem anstrengend, wenn du zum Beispiel 30 bis 60 Sekunden hältst. Ja? Das ist sehr, sehr effektiv, um das halt auseinanderzuziehen. Natürlich, ich mache das vor, je nachdem, was ich trainiere im Studio, mache ich das davor oder danach auch so lang. Und das tut extrem gut. Also das ist genauso wie bei immer beim Sport. Du machst es, hast keinen Bock, tut sau weh, lässt los, denkst dir, ach, geil. Ja, hast du so richtig aufgedehnt. Aber vorm Spiel mache ich persönlich, wenn ich die Leitung habe, beim Aufwärmen sage ich den Jungs, ey, wir machen dynamisches Dehnen. Das heißt, ganz kurze in der Bewegung, vielleicht einen ganz kurzen Dehnkreis, aber dann auch nur 10 Sekunden länger nicht. Ja, so kenne ich es auch. Also gerade so vorm Spiel. Blackwall ist ja mittlerweile auch so bekannt. Ist ja jetzt gar nicht so in die Tiefe der Muskulatur zu gehen und so, aber ich habe damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Vorm Spiel einfach 10 Minuten, mich da gerade schon in der Kabine einfach warm zu machen, da bin ich wieder bei dem Thema. Ich brauche ein kurzes, knackiges Warmmachen. Ja, dass ich wirklich auf Temperatur bin, dass der Muskel gut aufgewärmt ist, kurz an den, dann bin ich eigentlich bereit. Ja? Und dann bin ich auch eher der Typ, der sagt, ich dehne mich dann danach, dehne die Muskulatur richtig auf. Und das ist halt auch die Schwierigkeit im Mannschaftssport, weil da ist schon eine gewisse Individualität da. Du sagst, du brauchst es so, ein anderer Spieler braucht es wieder so. Auch Blackroll ist auch so ein Thema, auch da gibt es x Meinungen, weil das angesprochen ist, jetzt sowieso auch gleich nochmal angesprochen. Im Prinzip ist Blackroll, man sagt immer Faszientraining. Was ist ein Blackroll? Blackroll ist eigentlich eine eigene Selbstmassage, mehr ist es nicht. Ja. Weil ein Faszientraining ist wieder ganz was anderes, aber anderes Thema. Aber das ist so eine individuelle Geschichte und ich glaube, ob man das jetzt mag oder nicht, ich sage mal so ganz große Vereine, die eine riesen medizinische Abteilung haben, wie jetzt der Brauseclub da im Osten. Ja. das ist schon bewundernswert, ja, muss man schon sagen. Die haben halt auch die finanziellen Mittel. Ja. Und ich glaube schon, dass die wirklich punktuell auf jeden Spieler einzeln eingehen. Wenn der sagt, ist der Sascha da hier, sagt, okay, dann kriegst du das Programm für dich. Dann Spieler B kriegt das, Spieler C kriegt das Programm. Geht natürlich nur auf Sphären oder in Sphären, die Möglichkeiten haben. Also wichtig ist, gerade im, sag mal, im Profibereich, ist schon so, da ist auch jeder ein bisschen, ja, für seinen Körper dann auch selbstverantwortlich. Ja, jeder sollte in der Lage sein, seinen Körper zu kennen, zu wissen, ja, dann kann man auch ruhig mal zum Trainer gehen, sagen, Coach, reicht für heute, ja, bevor ich dann durchziehe und mir einen Faserriss zuziehe oder so, dann ist es halt an dem Tag so. Mhm. Ja, und auch im Amateursport für jeden. Ich glaube, da muss jeder so für sich seinen Weg irgendwo finden. Weil gerade im Fußball-Teamsport, dann hat man halt 10 Minuten separates Warmmachen. Ja. Gerade vorm Spiel, aber am Ende geht es immer um den eigenen Körper. Ja, und der muss fit sein, der muss auf höchstmöglichem Niveau sein, gerade am Spieltag. Und da ist jeder einfach für sich selbst verantwortlich. Und das sehe ich halt auch in anderen Sportarten, wo ich tätig bin, oder auch bei meinem Personal Training oder auch im Fitnessstudio. Ich glaube, es ist auch so, dass viele, selbst die mal Sport gemacht haben,
zu wenig in den Körper reinhören und zu wenig Körpergefühl haben. Auch für den Alltag, auch für später. Ja, so mal ganz abgesehen vom Profisport, mal so ganz alltägliche Dinge. Die können ihren Körper gar nicht lesen. Ja. Und das, was du eben sagst, das ist extrem wichtig. Ja, aber viele werden ja dadurch, dass sie alles vorgegeben kriegen im Training, woher sollen die wissen, was mit ihrem eigenen Körper passiert, wenn sie mal was anderes machen? Ja, das ist auch wieder ein anderes Thema. Fußball ganz drumherum, dieses NLZ, viele mögen es nicht. Das ist alles so, da kann man, glaube ich, viele, viele Diskussionen führen. Deswegen, ich glaube einfach, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss, zu sagen, okay, ich brauche das und das vor dem Spiel. Dann nimm dir die Zeit, dann musst du halt eine halbe Stunde vorher kommen. Genau. Nimm dir die Zeit. Weil du es gesagt hast, andere Dinge ausprobieren. Für mich so, wo viele drüber gelacht haben, eigentlich der Einstand von dem Ganzen, war damals Jürgen Klinsmann als Nationaltrainer, wo der andere Komponenten von anderen Sportarten jetzt gerade aus Amerika mit reingebracht hat, wo die Jungs da mit den Gummibändern rumgelaufen sind, hat jeder gesagt, was ist mit denen verkehrt? Ja? Und im Nachgang hat er eigentlich schon die ersten Akzente gesetzt, die jetzt eigentlich überall gemacht werden, sprich mit dem Athletiktraining. Ob das jetzt gut ist, ob das jetzt ein guter Trainer ist oder schlechter, sagen wir völlig dahingestellt. Ja? Aber da kriegst du mal andere Impulse. Und man sagt ja auch nicht umsonst, wenn du jetzt zum Beispiel auch ein Läufer bist, keine Ahnung, und läufst einen Marathon, du sollst zwischendrin mal was anderes machen. Du sollst ruhig mal Tennis spielen gehen. Du sollst mal, um deine Muskulatur auch mal andere Impulse zu schenken. Ja? Und so ist beim Mannschaftssport, Fußball genauso. Wenn du mal andere Impulse hast, mal was anderes machst, dann hilft dir das auch weiter. Ja? Genau, was du sagst, Sascha. Das ist ja so ähnlich auch beim Krafttraining. Wenn du immer nur dasselbe machst, und natürlich brauchst du einen Plan und kannst auch einen Plan 5 Jahre lang verfolgen, aber wenn du nie mal was anderes einbaust, dann irgendwann stagniert es, weil dein Körper kennt die Bewegung, der kennt das Gewicht, merkt es bei mir. Also ich muss was Neues reinbringen, sonst baue ich nicht weiter auf. Da ist Schluss, Feierabend. So, und dann natürlich Ernährung, das ist das nächste Thema. Da bin ich eh viel zu undiszipliniert, aber das weiß ich auch. Was ich noch sagen wollte zu dem Thema, ich weiß das noch von Ihab Davische, der hat einfach das gemacht, was er gebraucht hat, das weiß ich noch. Der hat sein Aufwärmprogramm gemacht, völlig abseits der Mannschaft, weil der gesagt hat, das hat ja Olli Reck damals, glaube ich, schon, als er gekommen ist, nur vorgestellt wurde, hat der schon gesagt, ja, der hat schwierige Verletzungshistorie, Muskulatur ist ein bisschen eigen bei ihm, aber keiner Kicker. So. Aber der hat ihn gelassen. Natürlich, und er hat sein Ding gemacht. Und fertig. Und der war dann weniger verletzt als vorher, weil er sein Ding machen konnte. Ja. Also der Dominik Trabant, muss ich sagen, boah, Maschine. Also für mich ist der übertrainiert, der Junge. Das ist echt eine Maschine. Nach dem Training geht er nochmal zum Training. Der hat aber auch tatsächlich auch viel mit Black Roll und so gemacht. Ja. Ganz genau. Und das ist wirklich, also Kampfmaschine auch viel. Das ist unglaublich. Ja, aber das aber ist manchmal, wie du schon gesagt hast, das wäre nicht mal Ding gewesen, übertreibt es dann auch da. Ja, findet er den Punkt nicht mehr, wo er sagt, boah, das ist doch zu viel. Du hast jetzt auch sowas. Das ist so. Muskel, Ernährung. Also auch da wieder, egal welche Sportart, ob das Fußball, Einzelsportart ist, generell Mannschaftssport. Es ist so ein Gesamtpaket. Auch wenn ich hier mal im 1:1-Training neue Klienten habe und die sagen, ich will abnehmen. Ja, oder ich muss, so. Du musst da alles möglich machen. Du musst Sport machen, also sprich dein Training im Verein. Du hast die Ernährung. Du musst Stress reduzieren. Du hast ja ein privates Umfeld, wo du Stress hast. Du musst gucken, dass du so viel wie möglich deine Familie das von dir abhält. Gesunder Schlaf. Genügend Schlaf und die Ernährung. Das sind die ganzen Komponenten. Das muss alles zusammenpassen. Wenn du zwei machst, ist schon gut. Ja? Aber wenn du alles machst, ist natürlich ideal. Nehmen wir das Beispiel große Fußballer. Guck doch mal, wie lange die kicken. Ibrahimovic. Ja? Was eine Maschine. Ja? Guck dir an, Lewandowski. Ja, die Frau ist auch Fitnesstrainerin und die plant das mit ihm zusammen von der Ernährung bis zum Training. Das ist sein Ding, das hat nichts mit der Mannschaft zu tun. Das macht er. Das ist beim Dominik ja auch so. Ja. Weil er sein eigener Trainer ist. Ja. Und da macht er weiter. Er weiß, er kennt seinen Körper. Das er weiß ist, ganz genau. Daran siehst du auch, was geht. Ja, definitiv, was möglich ist. Weil jetzt für mich, den verfolge ich das auch auf TikTok, muss ich sagen. Das ist für mich, das ist die
Obermaschine, ich habe den nie so auf dem Schirm gehabt, Sergio Ramos. Mhm. Das ist ein Brett. Ja. Was der macht und alles, der Mann, das ist unglaublich. Ja, aber deswegen spielen die auch so. Ich denke, das hat er sich auch, oder vielleicht haben sie sich auch gegenseitig gepusht mit Ronaldo, der ist ja auch so ein Typ, ja, der arbeitet ja auch 24-7 an sich selbst. Und ja. Deswegen hassen ihn auch so viele, weil er halt einfach viel arbeitet und deswegen Erfolg hat. Und deswegen, ich habe den früher auch gehasst. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich einfach meine Unfähigkeit kompensiere. Und ja, es ist so. Wenn du selber halt einen scheiß Körper hast, und es war früher noch viel schlimmer bei mir, in der Kindheit, und jung, sagen wir mal mit 16, 18, dann denkst du dir, was ein Arschloch, wie sieht denn der so gut aus? Nicht schnell, weil der 12, 13 Stunden am Tag trainiert und zwar gar nicht mal übertrieben und sich noch krass ernährt und eben nicht ständig rückfällig wird, was Ernährungsvorsätze angeht und so. Ja, also muss halt einen Mittelweg finden. Das ist meine Devise immer in letzter Zeit, weil ich kann es nicht, dass ich komplett umsteige. Ich kann nicht komplett Ayurveda oder so eine Scheiße machen oder nur noch Eiweiß fressen oder geht nicht. Aber du musst halt irgendwann wenigstens so einen Mittelweg finden. Hätte ich gerne mal einen Rosi gehabt. Ich denke auch, Rosi, ich erlebe es ja auch bei ihm nach dem Training. Ich weiß ja, wann der aus der Kabine kommt. Der macht ja noch mal was. Was soll schon, ist schon das ist eine Maschine, oder? Das ist schon ein Tier, ja. Das ist echt ein Tier. Also er macht auch jetzt, macht er schon sehr, sehr viel. Ja, ist oft, je nachdem, wann wir Reha haben, schaut er, dass er davor schon am Stadion irgendwas macht. Also die Frage ist, er ist leider nicht da. Ich hätte die Frage gehabt, ist es vielleicht, weil er Verletzungen schon hatte? Mehrere Verletzungen? Und dass er einfach sagt, ich denke jetzt mal um, ich muss was anderes machen, mit meiner Muskulatur zum Beispiel. Ich glaube, große Verletzungen hatte er gar nicht so. Ja, aber er hat mehr so muskuläre Probleme gehabt dabei. Ja, so hat er ja gesagt beim ersten Dings bei uns. Hat er es ja auch gesagt. Also immer wieder die kleine Verletzung mit Muskulatur. Ja, aber man muss sagen, er macht schon viel. Aber das ist eine Maschine, ne? Ja. Jetzt. Das können ja auch gegebenenfalls schneiden, die Frage, die ich jetzt habe. Jetzt kommt es, Sascha. Ja? Mich würde mal interessieren, wie es eigentlich ist, jetzt nicht beim Kickers, mal so allgemein, was du hörst, du kennst ja auch viele Kollegen, mit Mittelchen, die nachhelfen. Jetzt bezüglich nicht mal Doping, sondern Verletzungen und hier und noch. Ja, aber das ist doch eine berechtigte Frage. Wie oft kommt das vor? Oder, ja gut, wir haben ja eine Dopingliste. Also wir unterschreiben ja auch vor der Saison. Ich glaube, ab der vierten Liga musst du vor der Saison auch unterschreiben. Hast eine Dopingschule, dass du gewisse Sachen nicht nehmen darfst. Mhm. Ja, und im legalen Bereich sind keine Grenzen gesetzt. Also da kommt es dann auch auf den Verein drauf an. Auch wieder auf finanzielle Mittel, auf Ärzte, auf was sie anbieten können. Doch, auch. Kommt auf dich drauf an. Du hast ja selbst gesagt, du musst mal so gucken, wenn du jetzt ein Training machst oder so, war Trainer heute, bevor ich mir Muskelfaserriss hole, noch ein bisschen langsamer im Spiel. Aber ich gerade jetzt, was weiß ich, Achillessehne zum Beispiel, weiß ich auch von früher, oder auch Mike Grünewald, mit dem ich zusammen gespielt habe, und hat ihn selig, leider ist er nicht mehr unter uns, der hat 6 Schrauben im Knie gehabt und hat dann mit Schmerzmitteln immer gespielt, permanent. Und auch Achillessehne, die ist so gespritzt worden, dass die perforiert war, dass es nur Frage der Zeit war, bis die Abgang macht. Es gibt auch Spieler heute noch, die ohne eine Ibo nicht auf den Platz gehen können. Es gibt auch Spieler, die bei jedem Training, bei jedem Spiel die Füße getaped haben. Da ist aber auch wieder jeder anders. Okay. Ja, also ich habe auch schon mit einem Bänderriss gespielt, habe mir dann auch den Fuß getaped, eine Ibo rein vorm Spiel, weil im Endeffekt kann nicht mehr passieren am das Fuß. Also wenn jetzt nicht alle drei Bänder da am Knöchel gerissen sind, wenn da eins gerissen ist oder angerissen ist, kann man meiner Meinung nach schon spielen. Dann muss man auch da. Uns war eine Jugend, weil wir so gewesen, da gab es einen Hustensaft. Ja, Huse sagt, der hat geknallt. Ja, warum hast du nicht Akku gemacht? Aber da ist ja schon wieder, da sind ja viele auf der Dopingliste. Ja. Gerade beim Huse genau, sind wir auf der Dopingliste. Und wir haben die Jungen das zum Zeug, wir haben das auch ein bisschen Zeug. Man muss aber auch der Spielertyp sein, der sagt, ja, ich kann über einen gewissen Schmerzpunkt gehen oder auch nicht. Genau. Ja, da sind wir dann aber auch wieder. Da muss jeder dann auch für sich entscheiden. Ja? Also ich kenne Spieler, wie gesagt, die
einen Bänderriss, die haben gesagt, okay, ich mache jetzt 3 Wochen Pause. Es gibt Spieler, die spielen damit. Ja, wie gesagt, ich habe auch schon mit dem Bänderriss gespielt. Es geht. Ja, ist alles eine Frage, ja, auch der Person. Ich weiß, dass Spieler sich wirklich an, gerade kurz vor der Winterpause oder was weiß ich, dass die das auch gemacht haben. Die haben das einfach gemacht, weil sie das Ding noch spielen wollten. Danach, die Pause war, sind die direkt ab. Ja, es, OP. Da kommt es ja auch drauf an, in welcher Phase der Saison ist man. Genau. Geht es jetzt, geht es um Aufstieg, geht es um Abstieg? Genau. Sind wir im Mittelfeld, sind noch 3 Spieltage, also entweder wirst du 7. oder 9. am Ende der Saison, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann was ist das letzte Spiel für die Saison? Genau. Und steig im Sommer einfach fit wieder ein. Geht es jetzt noch um Abstieg oder Aufstieg, wird man schon sagen, okay, komm, die 3 Spiele beiße ich irgendwie durch. Ja. Mach dann halt unter der Woche ein bisschen weniger, weil am Ende der Saison stehst du im Saft. Genau. Da brauchst du nicht mehr viel Training. Entweder bist du fit oder nicht. Also eine Fitness muss ich da nicht mehr. Ich weiß nicht, ich will keinen Namen sagen, aber ich habe das auch gemacht, wie gesagt, abgetaped, Ivo, ich weiß egal, reingefeuert. Und dann haben die jetzt durchgespielt, die 2 Spiele, 3 Spiele noch Ende. Also ich bin zum Beispiel einer gewesen, ich habe immer zugesehen, dass ich ganz, ganz schnell das Tape losgeworden bin, weil ich kann es nicht, ich habe da kein Gefühl mehr am Fuß, wenn da so ein Tape dran ist. Und dann gibt es aber auch Spielertypen, wie gesagt, die können gar nicht ohne spielen. Die haben dann beide Beine getaped und das jeden Tag. Das ist auch vorsorglich teilweise. Aber nicht beim Kapo auch. Kapo auch, ja. Kapek hat, also ich will nicht wissen, was der an Gasofix und Tape-Rollen in der Saison verbraucht hat. Aber auch das ist so ein Punkt, wo ich jedem auch sage, das ist nicht gut. Aus einem einfachen Grund, weil du gaukelst deinem Körper vor, ich habe Stabilität. So, und weh dem, du machst das mal ab. Selbst im Privaten, du bist jetzt im Sommer am Strand und gagelst da ein bisschen rum, kriegst du um. Weil dein Fuß, dann müsst du ihn dann auch wieder tapen. Weil ich wollte mir vor, wenn ich dann geschrieben habe, jetzt OP an dem da. Und hey Jungs, jetzt hast du es richtig gemacht. Jetzt ziehst du wach durch. Ja. Kommt ja dann auch drauf an. Also sagen wir jetzt beim normalen Bänderriss, Außenknöchel, brauchst ja keine OP, das sind 2-3 Wochen. Ja, aber da kommt es dann auch immer wieder auf die Phase der Saison drauf an. Das ist ja nur ein Gefühl, als wenn du so eine Dehnung drin hast. Das ist ja das Problem. Ne? Ja. Das ist ja ähnlich dann. Ja, aber da sind ja auch diese ganzen Supplemente. Ja. Da gibt es ja mittlerweile so viel auf dem Markt. Auch da. Wie ist das da bei den Supplementen? Ist das vom Verein auch so ein bisschen vorgegeben oder auch wieder individuell oder? Jetzt nicht nur auf Kickers bezogen, sondern generell, jetzt wo du warst. Es gibt Vereine, die geben dir haben, das, die haben von Vitamin eine Kooperation. Ja, es gibt Vereine, die haben eine Kooperation mit einem Hersteller. Mhm. Die stehen dann in der Kabine. Bist aber nicht verpflichtet, die zu nehmen. Mhm. Ich habe immer meine eigenen. Ja, also werdet ihr da auch informiert oder ich sag mal geschult vom Trainer oder vom Physio oder weil das ist für mich auch so eine Sache, weil ich habe gehört, Aminosäure ist gut, einer sagt, oh nee, ich nehme nur Vitamin C, weil damit ich keine Erkältung kriege. Woher nimmt ihr das? Macht ihr das wie Otto Normalverbraucher auch, die sich da einfach dann selbst schlau machen irgendwo oder wie läuft das? Also eine richtige Schulung hatte ich persönlich jetzt, was das ganze Thema angeht, nicht. Oder fragt den Physio. Oder? Genau, also ich habe auch da, Gott hab ihn will, Suat. Er hat mir damals, ich glaube, da war ich sogar nur in der 2. Mannschaft, da war er kurze Zeit Trainer. Ja, genau. Hatte mir was gezeigt, dann habe ich mich darüber informiert, habe dort auch mich viel reingelesen, habe dort auch auf Erfahrung von anderen Sportlern, jetzt nicht nur Fußball, die ich kannte, die das nehmen, mal gefragt hin und her und habe dann meine eigenen Erfahrungen damit gemacht und muss ehrlich sagen, also ich merke schon, dass es mir sehr, sehr gut tut, wenn ich da was von nehme und ja, ich nehme jetzt diese Produkte rein, wenn ich Sport mache seit, glaube auch 10 Jahren, ne? Und ich nehme da jetzt nicht, keine Ahnung, großartige Sachen, also ich nehme ein Activize, das ist so ein bisschen Aktivierung vorm Spiel. Ich habe noch was für während dem Training oder während dem Spiel und was für die Regeneration und das war's. Und das nehme ich auch nur, wenn ich trainiere. Ja,
da gibt es ja alles heutzutage, was man da nehmen kann. So zu sagen, jeden Morgen das, jeden Abend das. Da bin ich jetzt nicht so der. Also ich kenne zum Beispiel auch von... Musst du den Staff dann trotzdem informieren, dass du das nimmst? Nein. Oder ist das egal? Ja, man muss auf die Dopingliste schauen. Ne? Also genau, also mein, der, es gibt noch eine Kölner Liste. Ja. Genau. Okay. Also wenn man sich jetzt unsicher ist, ob Medikamente, ob irgendwelche Supplements, da gibt es von der NADA eine Seite für Medikamente. Da können wir jederzeit einen Physio, einen Arzt anrufen, dem sagen, hier, ich habe das und das, wie sieht's aus? Aber im Endeffekt, wenn ich erwischt werde beim Doping, klar, der Verein kriegt meist auch eine Strafe irgendwo, aber ich bin jahrelang gesperrt, bin von heute auf morgen arbeitslos, weil der Vertrag gekündigt wird. Also im Endeffekt schade ich ja mir selbst damit. So, und im Teamsport als Einzelperson zu dopen, sinnvoll. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob es am Ende so viel bringt. Und ich kenne es jetzt vom Ausdauersport her, vom Laufen oder vom Radsport, dass man auch Gele zu sich führt. So, jetzt gerade kurz vor Ende wird das auch gemacht. Haben wir auch. Ja, also von was weiß ich, egal welche Marke jetzt. Also um nochmal kurzfristig einen Schub zu kriegen, Rennradfahren machen das vor der nächsten Bergetappe. Oder? Haben wir auch. Ja. Wir hatten jetzt in Kassel zum Beispiel, hatten wir auch Gele, aber unseren Physio hat auch immer eine Flasche Cola in der Eisbox. Ja, das hilft auch natürlich. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, 80. Minute einer mal verletzt ist, aufs Feld gekommen, dann wusste jeder, okay, ich bin jetzt gerade auch so in einem Loch drin, einen Schluck Cola getrunken. Ja. Ja, also das gibt es auch, aber da ist dann auch wieder jeder Trainer, jeder Physio ist da auch ein bisschen anders gestrickt. Ja. Also mit Supplements ist ja auch so eine Sache, also kann ich ja auch mal erzählen, ich habe mich da schon viel mit befasst und ich nehme auch extrem viel. Und ich glaube auch nicht, dass es mir schadet, aber ich weiß nicht, ob ich es brauche. Das ist so die Sache. Also du müsstest ja eigentlich eine wirklich dezidierte Blutanalyse machen lassen, um genau zu wissen, okay, da habe ich einen Nährstoffmangel, da nicht, das brauche ich zusätzlich, das nicht. Genau. Mit ein paar Sachen kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das hat fast jeder, so Selenmangel ist vollkommen normal bei den meisten Leuten, aber keine Ahnung, ob ich jetzt zwingend Zink brauche zusätzlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ob ich so viel Magnesium, wie ich mir reinhaue, jeden Tag brauche, weiß ich nicht. Das kommt auch immer darauf an, welcher Status, welchen sportlichen Status du hast. Status in Form von, wo bist du? Fängst du gerade an mit Sport? Bist du Hochleistungssportler? Bist du Breitensportler? Also ich hatte auch schon Situationen gehabt, wo ich angesprochen worden bin, hey, ich möchte jetzt mit Bodybuilding anfangen und was für ein Eiweiß und was für Aminosäure soll ich nehmen? Gucke ich ihn an und sage, Junge, fang erstmal normal an zu trainieren, ohne irgendwelche Supplements, ja, und seh zu und fühl mal rein, was dein Körper da überhaupt sagt, ja, und mit Ernährung. Und dann im nächsten, übernächsten Step, dann kannst du mal anfangen, ja. Aber das wird teilweise auch zu viel genommen, teilweise. Man soll das auch machen, ja, selbstverständlich, wie du schon sagst, mal eine Analyse fahren oder auch mal in seinen Körper reinhören, da sind wir wieder bei dem Thema, ja, was du brauchst. Also ich merke das ganz genau, auch wenn ich irgendwie Sport mache, oh, jetzt bin ich aber zu wenig Kohlenhydrate zugeführt, jetzt bin ich unterzuckert, jetzt brauche ich was. So, jetzt ist dann die Frage wieder, was machst du? Ja, das ist bei vielen so, ja, ich nehme jetzt einen Riegel, ich haue meinen Riegel rein. Ja, der Riegel ist nur kurzfristig, bringt dir Energie, aber langfristig gar nichts. Genau, weil der Blutzucker den Berg macht und dann die Talfahrt macht. So, das ist aber auch so ein Schwachsinn mit dem Koffein, finde ich. Das ist sau ungesund, wenn du diese Booster dir reinknallst, ohne jede. Also gibt ja Leute, die da massenhaft das Zeug nehmen. Ich nehme das auch mal vor einem Training, wenn ich mich an einem Tag scheiße fühle und dann baller ich mir Koffein rein, dann geht es mal, aber das mache ich nicht immer. Wie gesagt, wenn du Fußballer bist, Pokalspiel, Verlängerung und du merkst, ich mach so. Balle dir was Kurzkettiges rein, Cola, Gel, weil das zieht nun mal an, das hält aber auch nicht lang. Genauso wie die Rennradfahrer, die machen das auch bei Triathleten, die haben am Oberrohr, müsst ihr euch mal angucken, ist der Hammer, wenn ihr mal sowas, so Chance habt, mal so ein Rad und so, die machen sich die Riegel, diese pappigen Riegel, kleben die sich aufs Oberrohr, damit sie nicht auspacken müssen, die pappen da einfach drauf und ruppen sie einfach und müffeln die dann zwischendrin, also hochinteressant. Und das ist aber auch nur kurzfristig. Wenn du weißt, so jetzt geht's gleich zum Ende, entscheidende Phase, dann. Aber und das kann auch nochmal helfen, auch Verletzungen oder sonstiges, um nochmal konzentrierter zu werden. Weil das ist ja der Punkt. Die Konzentration lässt nach. Du bist unkonzentriert, hast nicht mehr die Körperspannung, machst falsche Bewegung, Batsch.
Also das spielt eins mit dem anderen auch eine Rolle, auch das dann hier. Ja. Ja, und ich denke natürlich auch, dass der Erfolg gerade im Profigeschäft dann überall, also in vielen Situationen steht. Also dann auch vom Trainer aus, denke ich mal, dass das dem dann scheißegal ist. Oder ziehst du halt durch? Ja, im Profisport geht es einfach darum, durchzuziehen. Es ist so, ja. Ja, du bist ersetzbar, ganz einfach. Wenn du nicht mehr kannst, keine Leistung bringst, wie auch immer, dann spielt ein anderer. Ja, das ist so. Und so wird das aufgezogen. Dann gibt es Ausnahmen bei dem einen oder anderen Verein, bei dem einen oder anderen Trainer. Ja, aber in der Regel wirst du ausgetauscht, fertig. Ja. Ja, jetzt nochmal so dazu, wie ist es jetzt? Ich meine, du hast ja, ich gehe mal davon aus, schon eingeplant für die Startelf. Prinzipiell erstmal, das weiß man natürlich nicht genau, aber so, wenn man die Testspiele verfolgt hat, es war zwar noch nicht genau klar, wo, hast du mal links hinten gespielt, mal Sechser, mal rechts, glaube ich, aber war ja schon relativ offensichtlich, dass du spielen solltest. Ja. Wie war das für so, sag mal, das erste Gefühl, nachdem du dann wusstest, Fakt, das war's jetzt erstmal wieder. Also für dich auch einfach, weil du wolltest ja wahrscheinlich bisher kommen, wieder zu deinen Jungs, deiner Heimat, Vollgas und dann so eine Scheiße. Also ich kann mir das ja nur ein bisschen vorstellen, aber. Ja, also es ist halt, wie ich vorhin gesagt habe, für den Kopf in erster Linie ist es ganz extrem, weil es jetzt die zweite größere Verletzung in kurzer Zeit ist. Ja, ich habe mich einfach darauf gefreut, ne? Wie du sagst, ich habe mich eigentlich sehr, sehr gut gefühlt, sehr, sehr fit gefühlt in der Vorbereitung. Da sind wir auch wieder bei dem Thema von dir vorhin. Eigentlich habe ich gedacht, gut, ich habe ein gutes Grundgerüst für die Vorbereitung. Ja, und dann entscheidet so eine Millisekunde, so ein dummer Zweikampf. Ja, und dann auch sofort gemerkt, dass im Knie was ist. Der eine oder andere hat sogar einen Schlag gehört im Knie. Ja, und dann war es einfach so, bin zum Arzt gefahren und dann ist ganz, ganz wichtig, sich einfach an positiven Dingen hochzuziehen. Ja, für mich, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich bin in der Heimat, ich mache meine Reha hier, ich habe jetzt meine Freunde, meine Familie, meine Freunde alle um mich rum, die mich auch unterstützen bei allem, die mich am Anfang jeden Tag in die Reha gefahren haben, zum Arzt, zur Operation wieder geholt. Ja, viele sehen das als selbstverständlich, aber da haben die schon sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, weil, wie gesagt, ich musste jeden Tag zur Reha. Ja, die Freundin hat früher Feierabend gemacht, hat länger gearbeitet am nächsten Tag, also Geschichten. Und ja, ich versuche mich jetzt einfach an diesen positiven Sachen hochzuziehen. Da denke ich, bin ich jetzt mittlerweile auch so weit gereift in den Jahren, was ich alles gesehen und erlebt habe, dass ich da sagen kann, okay, im neuen Jahr greife ich neu an. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das hier auch noch auf mein super Konzept geschrieben oder unseres. Mentale Probleme und Angstfreiheit bei Comeback. Das ist so, ne? Also einmal mentale Probleme während der Phase, wo du raus bist. Hast du jetzt schon angesprochen, da ist natürlich wichtig, dass du dein Umfeld hast und dann geht es eigentlich auch irgendwann. Es ist ja, wird ja auch besser. Und wenn du einen Prozess hast und merkst wieder, du kommst wieder rein und so, dann du kannst wieder mehr machen, Bewegungsfähigkeit nimmt zu, dann ist natürlich auch, du siehst einen Fortschritt. Für mich war die ersten 4 Wochen war die größte Katastrophe, wo ich einfach nur auf Krücken rum bin und gemerkt habe, ich kann nichts machen. Das war das Schlimmste für mich. Was du gerade ansprichst, mentale Training ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe dazu auch, das habe ich auch eine Ausbildung gemacht, Sportmentaltraining. Und das ist sehr spannend, was da alles rein, ob das jetzt bei Fußballer ist, Leichtathleten, die Angst haben vorm Startschuss oder was. Du hast optimal trainiert, hast im Training deine Superzeiten gelaufen, alles, auch im Fußball. Und dann läufst du aufs Feld, dann läuft es nicht so. Ja? Weil dich auch selbst unter Druck setzt, jetzt gerade auch nach einer Verletzung. Ja? Du hast jetzt eine Verletzung und sagst, boah, ich will wieder ran hier. Das ist meine Stadt, mein Stadion, ich kenne alles, ich will wieder ran. Und dann musst du auch damit klarkommen. Einmal die Leistung abrufen können. Mhm. Und am besten auch so, wie sagt man so schön, so ein paar Trigger setzen, so positive Trigger. Ja? Und vielleicht auch jetzt schon mal. Ja, so habe ich es auch gemacht. Also ich habe mir so Steps gesetzt. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist erstmal der Moment bis zur OP. Da passiert nicht viel. Da kann man nicht viel machen. Aber dann war so, okay, OP ist rum. Jetzt will ich zusehen, dass die Krücken schnell wegkommen. So, Step 1 geschafft. Jetzt nächster Step,
die Schiene weg. Ja. Ja, hab geschafft. Jetzt geht's darum, die Beugung wieder so hinzukriegen, dass sie ja im Idealfall wieder ans Maximum kommt. Dann ist Step 3 geschafft, dann fängt das Lauftraining an. Step 4, Krafttraining, bap. Ja, und so Step für Step. Und keine Ahnung, ich sag mal, Step 9, Step 10 ist dann auf den Platz zurückzukehren. Und ich kann jetzt bei 3-4 Steps einfach einen Haken hintermachen und sagen, okay, ich habe ja, die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte, habe ich geschafft. Jetzt geht's so weiter. Aber was auch ein guter Schritt ist, dass er an der Mannschaft bleibt. Das habe ich beobachtet, Rossi du oder Leon oder sowas. Ihr seid immer in die Nähe von der Mannschaft, ihr seid aber im Training dabei. Oder das ist ganz wichtig, als ich fest. Ja, das finde ich echt total super, ganz ehrlich. Gerade am Anfang, als ich kein Auto fahren konnte, dann konnte ich ja nur ins Training auch wieder, wenn mich jemand gefahren hat. Was ist das? Du rufst mich an. Du sitzt neben dir, brauchst nicht anrufen. Sehr geil. Ich weiß, dass du nur Bruder hast. Michael, das bleibt drin. Gerade sage ich, schreibt es nicht. Pascal, grüß dich. Pascal Korb. Ja, genau, am Anfang konnte ich halt nur ins Training, wenn es von den Zeiten so gepasst hat, dass mich auch jemand fahren konnte. Und für mich war klar, jetzt, wo ich wieder fahren kann, versuche ich, ja, schon so oft wie möglich bei der Mannschaft zu sein. Ob das nur in der Kabine ist, bisschen auf ja, Scheißdreck genau, labern, genau. Paar Sprüche kloppen und wieder gehen. Ja. Aber das ist es, genau, das meine ich. Oder beim Training zuschauen. Ich war jetzt auch mit in Homburg beim Auswärtsspiel. Ja, war jetzt von der Fahrt her ging es. Ja, vom Ergebnis her und vom Spiel her, ja, klar. Genau, also ich versuche das auch, so gut es geht, durchzuziehen. Weil dafür mache ich Mannschaftssport, um bei der Mannschaft zu sein. Ja. Für mich ist jetzt, klar, ich bin jetzt wieder zu Hause, aber es ist ja auch trotzdem eine neue Mannschaft. Im Endeffekt bin ich auch ein Neuzugang. Ich kenne die Jungs jetzt alle auch noch nicht so gut. Und da dann direkt wieder, ja, einfach 6 Monate weg von der Bildfläche zu sein, ja, bin ich nicht der Typ für. Ja, ich versuche mich trotzdem. Ich bin ja so ein Trainingsprogramm. Ja. Das ist Gefühl ist wirklich da und das ist das Schöne dabei. Ja, ich versuche die Jungs auch trotzdem zu helfen. Erlebt. Aber das ist wirklich eine tolle Geschichte, dass die Jungs da sind. Wenn ein Rossi dann auf den komischen Karren drauf sitzt, mit seinem komischen Fuß da, mit seinem Schuh, ja, und trotzdem die Mannschaft anfeuert und dabei ist, weil ich feiere das. Ja, ich glaube, du sprichst da was an, wo ich auch nochmal ansprechen möchte. Also das ist auch mein Eindruck, dass da wirklich eine Mannschaft auch da ist. Und ich hoffe, alle Fans, die jetzt den Podcast hören, dass sie das auch nochmal beherzigen. Ja? Auch in den ganzen Foren, da wird teilweise gemeckert und gemacht und getan. Ich finde es echt scheiße. Ja? Denn man sieht, dass das eine Mannschaft ist oder dass da eine zusammenwächst, ja? Von Mal zu Mal. Also ich habe so den Eindruck auf alle Fälle. Und ob das jetzt beim Gegentor ist, dann wird der eine mal Aufgabe, hier mal Schulterklopper oder was auch immer. Was in den letzten Jahren oftmals nicht so der Fall war. Ja, und da appelliere ich doch mal wirklich an uns alle. Wurde besser, auch mit der Aktion zum FSV, wo die Mannschaft auch hingefahren ist, oder mit dem Lauf von der Stadt zur Innenstadt zum Stadion, wo die Mannschaft auch nochmal rauskam. Hat es auch tolle Aktion, wirklich. Also super Aktion, aber auch darüber hinaus. Ganz egal, wie die Saison ausgeht. Es hat auch keiner gesagt, dass wir irgendwie aufsteigen, hat keiner gesagt, lass die Mannschaft zusammenwachsen und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben. Das einfach nochmal zu deinem Thema. Ja, dann bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da sind wir alle zusammen. Meine Meinung. Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass wir schon noch ein bisschen Zeit brauchen, das ist klar, weil es einfach auch wieder viele, viele neue Spieler gab. Es gab ein neues Trainerteam, einen neuen sportlichen Leiter. Das braucht seine Zeit, ohne jetzt gewisse Spieler auch schönreden zu wollen, dass die so, wie sie abgelaufen sind, auch nicht ablaufen dürfen. Das wissen wir auch selbst. Und ja, auch da nochmal zurück. Ich versuche ja den Jungs dann auch trotzdem ja Hilfestellung zu geben, weil du siehst einfach Spiele von der Tribüne oben, siehst du anders wie von unten oder dann einfach nur nochmal auf Videokamera. Und das gehört für mich zum Teamsport dazu. Ja, da sind auch nicht immer schöne Worte dabei.
Da knallt es aber, das ist, gehört auch dazu. Aber du bist alle, du kannst dich schweren. Ja, aber das, nein, das gehört auch einfach dazu. Wie gesagt, also wir sprechen auch gewisse Dinge schon in der Kabine an. Und deswegen. Wenn ich jetzt auch beim Fall wäre, so war ich ein bisschen traurig, da kommt er rein und hat sein erstes Spiel direkt durch, bam, Verletzung. Das, was geht mit so einem Spieler dann vor? Weißt du, was ich meine? Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema. Da, haben da musst du mental da stark sein. Ganz genau, was geht Ihnen? Bist du mental nicht stark? Gehst du im Profisport, nicht nur im Fußball, überall auf Dauer unter? Es ist einfach so, die mentale Stärke ist A und O. Erste Elf war und dann bam. Ja, dann guckt mir da und sagt mir, wo richtig schlimm was passiert. Ja. Schon normal oder auch inzwischen vollkommen, ja, es wundert mich nicht, dass es fast überall in den richtigen Profi-Ligen da die Vereine Sportpsychologen haben. Also ich weiß es sogar vom SV Sandhausen und so, dass die eigenen Sportpsychologen haben und die arbeiten 24/7 nur daran, wie kann ich die Spieler so darauf einstellen, dass sie Leistung bringen oder die Verletzten so, dass sie schnell wieder da sind, dass sie mental fit bleiben, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Ich weiß das auch. Diese Phasen hast du, vollkommen menschlich. Oder auch wenn du zum Beispiel, es reicht ja schon, wenn du nicht spielst, einfach ausgebotet wirst, wenn du nur noch auf der Bank hockst, obwohl du eigentlich denkst, du bist ein Stammspieler oder so. Das reicht ja auch schon. Du bist ja einfach mental am Arsch. Und das ist einfach wichtig, dass wenn du schon, wenn du keinen Sportpsychologen hast, dass dann Leute im Verein sind, Mitspieler sind, vielleicht auch ein Trainerteam da ist, wo dann du einfach mal hingehen kannst oder wo die mal auf dich zukommen und sagen, ey, komm, lass mal kurz reden, wie geht's dir damit, bla. Klingt zwar immer so ein bisschen, jetzt würde ich mit so einem Kind reden, aber es ist wichtig. Also ich glaube schon, dass das. Den Namen richtig. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Ja. Das sind jeden Spieler, glaube ich, auch gut. Ja. Kritisch jetzt also, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die mentale Stärke ist das A und O. Ja. Ja. Du kannst der beste Fußballer sein, aber wenn du am Wochenende zittrige Beine kriegst vor 5000 Leuten. Wir hatten Spieler dann gehabt. Dann bringt's dir nichts. Wir hatten einen offenbaren Spieler gehabt. Das hat mir wirklich. Ich Peter. Das hat mir im Training bei ihm gesehen. Ich habe den Junge gemocht. Aber die Körpersprache war nicht da. Die Spannung war nicht da. Und es gab ein Spiel, das war übrigens auch in Hoffenheim. Und da hatten der Trainer an die Hand gehabt. Ich habe ja da auch im Studienag sehr viel geredet, auch privat. Da hat er gesagt, ich habe ihn festgehalten. Ich muss ihn reinbringen, nachdem er viele Pfiffe erlebt hat. Und der war völlig am Arsch, der Typ nicht. Aber an dem Tag hat er das Spiel des Lebens gemacht. Ja. Da war er der beste Mann und mit dem Platz. Aber er sagt, ich habe ihn an die Hand gehabt, musste warten, bis der Linienrichter mal das Ding da hochhält. Der hat gezittert, hat er gesagt. Elvis Presley war nichts dagegen. Der hat gezittert, der hat Angst gehabt. Ja, er wollte rein, er wollte was machen und hat auch schon wahrscheinlich seinen Film im Kopf. Ich muss das gut machen, Leute, egal mal was. Der hat gezittert. Aber im Spiel war das Zittern bei ihm weg. Ich habe ihn danach nochmal gefragt. Ich habe heute noch mit ihm Kontakte vorgesehen. Ne? Der sagt, an dem Tag, boah, da kenne ich nicht spielen können eigentlich. Und dann hat es Klick gemacht bei ihm. Und dann war es durch. Da hat er eins seiner besten Spiele gemacht. Ja, wirklich jetzt. Mit Tor, mit Vorbereitung, mit Gedanken. Kam da, glaube ich, rein für den Richie Wall damals. Richie Wall, ähnlich, ja. Und der hat sich verletzt, dann kam Ekpede rein. Und du musstest erst mal ersetzen. Wall war eine absolute Stütze. Ekpede war von den Fans total verhasst, weil er zwei, drei schlechte Spiele gemacht hat. Der verhasst ja nicht, aber er war nicht gemocht. Also einen Fehler gemacht und genau, hat direkt abgestempelt. Also, komm, das war für den Jungen schlimm. Das ging mir da auch auf den Sack. Ja. Das war damals genauso. Noch viel extremer als heute, finde ich, keine Mannschaft, die aufsteigt. Sorry, von den Leuten her schon mal gar nicht. Nein, das ging nicht. Die Leute erwarten in Offenbach neu zusammengewürfelte Mannschaft, neue Trainer. Du musst sofort auf Platz 1 die Liga durchmarschieren. Da ging's nur um den selbst Mentale mit der Mannschaft ganz jetzt kurz, ist das lächerlich. Wie der Junge abgezittert hat. Ja, ja. Aber dann war der drin und dann war er dabei. Später ist er von uns weg, da ist er, glaube ich, nach Freiberg. Mit denen ist er aufgestiegen damals. Ja. In den Freibergen. Ja, das weiß ich. Aber dann war er ein anderer Typ plötzlich. Ja. Ja? Habe ich hier nicht mehr gewollt. Das war dann durch. Der war verbrannt. Ja. Das kann dir nicht passieren, Sascha. Nein, Gottes Willen. Ich hoffe nicht, aber ich bleibe trotzdem in Offenbach. Also. Ja.
Nee, da hat er eine andere Körperhaltung. Als Spieler zieht es mich nicht mehr. Das kann man nicht vergleichen mit ihm. Also, nee, ich wollte nur die Brücke schlagen, mehr wollte ich nicht machen. Ja. Und wenn dich hier jemand nicht mehr haben will oder generell nicht haben will, dann hat er einen vollkommenen Hirnschaden. Also das sage ich auch, das sage ich auch gern so offen, da sollen die Leute gern kommen zu mir. Also da, da bin ich ganz bei dir. Dann machen wir 1-1. Also, nee, also. Und Sascha lässt dir nichts kommen. Ja. Nee. Da wollte ich noch einmal fragen, weil wir sind echt voll am Ende der Zeit, aber eine Sache wollte ich noch fragen, weil wir haben ja jetzt 2016 beziehungsweise 2015 war es die Meisterschaft geholt, da warst du ja dann logischerweise Stütze im Team auch, hast echt immer gespielt. Was brauchen wir, um sowas nochmal zu haben, um so, dass du so einen Erfolg hast, dass du so eine Serie hast und was hat damals vielleicht noch so reingespielt einfach? Boah, schwere Frage, Also, ich glaube, auch durch das Casting das Jahr davor, da hat man ja gesehen, da lief auch nicht wirklich viel zusammen. Ja, oder von den Erwartungen her auch nicht viel zusammen. Wir sind aber im Großen und Ganzen als Mannschaft zusammengeblieben. Das Trainerteam ist zusammengeblieben. Die Mannschaft ist bis auf ganz, ganz wenige Spieler zusammengeblieben. Und man muss sagen, auch damals waren wir einfach eine Einheit auf dem Platz. Ja, wir waren eine Einheit auf dem Platz. Wir haben, wo war es? Nöttingen, denk. Ja. Die haben uns 90 Minuten als Tabellennetz an die Wand geklatscht. Da muss es zur Halbzeit 5-0 stehen für Nöttingen. Keiner weiß, wie wir gewinnen das Spiel 1-0. Ja. Ja. Das ist dann auch Spielglück, den wir uns aber erarbeitet haben. Ja, das war ja nicht das einzige Spiel. Den habt ihr erzwungen, das ist das. Ja, genau. Wir waren aber auch einfach eine Einheit auf dem Platz, die immer. Oh, wir können auch Glück erzwingen. Entschuldigung. Den mache ich gerne. Die immer an sich geglaubt hat, auch nach Rückstand oder auch beim 0-0 in der 90. Ja. Wir hatten ja einige Spiele drin, die wir in der 90. oder in der Nachspielzeit, das 4-3 Lautern, ich glaube, es war sogar auch in dem Meister, ja, das war 2-1 in Saarbrücken oder 1-1 in Saarbrücken. Ja, und dann, auch wie hieß denn das andere, Spielberg oder so, auch in der Nachspielzeit, also gerade gegen die unteren Mannschaften haben wir ja uns schon schwer getan. Ja. Ja, aber ich glaube, dass wir da einfach hinkommen müssen, dass wir zumindest am Samstag auf dem Platz. Spiele nicht verloren gegeben. Das war das jetzt. So ein bisschen leichter dann, wenn wir das so vergleichen. Ja, aber das hatten wir ja. Wir haben sie aufgegeben. Wir haben dieses Spiel dann nicht mehr gewonnen. Wir haben es verloren. Jetzt, nehmen wir mal die Saison. Letzte Saison kann ich nicht viel zu sagen, aber die Saison ist einfach so, ist jetzt übertrieben gesagt, es ist nicht wie das Casting-Jahr, weil du nicht 20 neue hast, aber du hast einfach auch wieder viele neuen Trainer. Das muss ich finden. Ja? Und ich glaube, wichtig wird es jetzt einfach sein, dass wir so schnell als möglich ein Team sind, was am Wochenende auf dem Platz steht, wo jeder Gegner sagt, boah, heute Offenbach eigentlich gar keinen Bock gegen die zu spielen. Und wenn du das hinkriegst, dann gewinnst du auch diese Spiele. Ich sehe euch das gerade jetzt momentan. Jetzt keiner, der abhaut, der super spielt oder was weiß. Homburg hat auch einen Fehlstart mit der Sonne gehabt. Aber sie spielen sich wieder ein. Es fehlt mir immer noch die Steinbacher. Ja, die kommen jetzt erstmal alle langsam. Das ist doch ganz normal. Ich sehe jetzt, ich sehe keine Übermannschaft momentan. Überhaupt nicht. Da ist keine drin, wo ich sagen kann, oh, das sind die Knaller jetzt. Die haben immer die noch sind nur nicht acht da. Gute Rückstand. Ich auch nicht. Ja, okay. Aber das ist ja jetzt alles offen für mich. Deswegen hatte ich ja vorhin den Appell da an uns alle, an uns Fans gerichtet, dass wir auch da wirklich mal die Arschbacken zusammengreifen. Genau. Auch wenn es schwerfällt. Das gehört zu den Ich meine, ich habe es zwar vorhin erwähnt, mein erstes Spiel war 74 das 6-0 gegen die Bayern, war ganz was anderes. Ja. Aber wir dürfen nicht immer von der Vergangenheit träumen und so weiter. Wir sind im Hier und Jetzt. So. Und ich glaube, wir haben das gleiche, ich will nicht Problem nennen, aber die gleiche Herausforderung wie viele Traditionsvereine. Wir leben immer in der Vergangenheit und wir müssen einfach mal das Jetzt annehmen. Und wenn wir das machen, ja, und auch mal wirklich mal die Kröte schlucken und sagen, oh, ich sag jetzt mal, Mann, Gau, wir werden jetzt Elfter. Die Saison ist nicht so dolle und wir haben mal gute Spiele gemacht. So, aber die Mannschaft bleibt zusammen.
Die hat die Unterstützung von den Fans. Die sagt, ihr seid geil. So. Und dann hast du die Möglichkeit, so wie der Sascha gesagt hat, wie im Meisterjahr, da ist was gewachsen. Ja. Und dann kannst du sagen, hey, so, jetzt. Also, Elfter ist, glaube ich, auch. War jetzt. Ja, ich sag nur mal, also, nur um das jetzt auch nochmal. Kritik gehört ja auch dazu, ja. Die nehmen wir auch an. Nochmal, ja. Es gab jetzt auch Spiele, ich sag jetzt mal in Waldorf, ja. Wo ich auch sage, oder Schottmainz sage ich auch, so Spiele dürfen nicht passieren. Ja, das wird auch angesprochen. Also nochmal, da gehört auch Kritik dazu. Alles ganz, ganz wichtig, weil auch gerade das auch eine Mannschaft im Reifeprozess wachsen lässt. Auch die Kritik. Deswegen, also, man muss jetzt nicht, sag mal, alles schönreden. Ja? Nee. Man muss schon gewisse Dinge auch klar ansprechen. Und dann müssen wir jetzt einfach reifen. Und nochmal, ich verstehe auch jeden Fan, der sagt, hey, 10 Jahre, ich will raus aus dieser, oder 11 Jahre? 11 Jahre. Das ist das 11. Jahr. Raus aus dieser Drecksliga. Ja. Ich denke, unsere junge Fans, die einfach so einen Aufstieg noch nicht erlebt haben, oder was weiß ich in der Manche haben nicht mal die dritte Liga erlebt. Ja, ja? Aber wir schon, weißt du, was ich meine? Ja. Wir wissen, was da war, aber das war. Eben. Wir brauchen ein Jetzt. Ganz einfach. Ja, aber dieses War brauchen wir auch einfach, ja, um diese Bilder einfach vor Augen zu halten. Genau. Da wollen wir wieder hin. Ja, richtig. Das feiern die Jungs hier auch. Das machen die ja auch. Ja, die sehen ja auch die alten Geschichten von uns. Guck mal, Bengalos da losging. Und warum kommen denn junge Leute zum OFC? Es gibt keinen Grund für einen jungen Menschen zum OFC zu gehen, wenn du nicht was hörst von den Älteren. Also wenn du jetzt irgendwie gerade 15 bist, was willst du denn sehen? Du warst 5, da waren wir auch schon Regionalliga. Genau. Was in deinem Präsenzleben noch nie was mitbekommen, außer dass die Kickers scheiße sind, sportlich. Für das, was wir an Anspruch haben, nämlich mindestens mal Profiligen. So, und dann jetzt kommt dir der Vater und sagt, ja, ich habe noch zweite Bundesliga oder Bundesliga erlebt, der Opa sowieso. Ja, natürlich, dann erzählen die geilen Geschichten. So, ja, ich kann auch inzwischen was erzählen von 2006 kann ich noch erzählen, von 2007 und da war es auch noch geil. Selbst dritte Liga haben wir so krasse Spiele gehabt, warst du ja auch schon dann im Kader im letzten Drittliga, ja. Dann denkst du, du bist auch einfach ein Punkt auf der Landkarte. So, die neuen Leute nehmen dich ernst. Und seitdem wir, sagen wir mal, seit 2016, 17 ungefähr, seit der -9-Saison, nimmt uns keiner mehr ernst. Also so gefühlt zumindest. Und das ist das, was mich ärgert. Nicht mal, dass ich nach Balingen muss. Das nervt mich irgendwann auch. Aber, ja. aber so, das ist das, was mich abfuckt, dass die Leute fast schon Mitleid mit mir haben, anstatt mal zu sagen, oh, scheiß Offenbach, was weiß ich. Meine Liebe. Es muss wieder so sein, wie das früher immer so schön hieß. Die Flutlichtmasten gingen an. Genau. Und da kam der Gegner mit dem Bus die Biberer Straße hoch und haben sich schon quasi in die Hose gemacht. Ja. Scheiße, jetzt geht deine Hexenkessel. Boah. Und auch wenn keine Flutlichtmasten mehr da sind, völlig egal. Die müssen jetzt hierher fahren und denken, fuck, hier sind jetzt wieder 6.000 Verrückte in dem Stadion. Und 16. Und 11 Leute auf dem Feld, die uns da niedermachen wollen. Komm, lass uns das hinter uns bringen und dann fahren wir wieder. Ja, so soll das sein. Ja, und da müssen wir wieder hinkommen und da denke ich, müssen wir alle, die Fans. Ja, jeder Einzelne muss da. Ja, aber auch auswärts. Also auswärts lief es jetzt diese Saison echt bescheiden. Definitiv. Ja. Kann man ja so sagen. Aber trotzdem fahren jedes Spiel mindestens 200, 300 Leute mit, die Bock darauf haben. Und ich finde es dieses Jahr richtig krass, dass die Fans es den Spielern auch verzeihen. Ey, ihr spielt scheiße, aber wir kommen nächstes Spiel trotzdem wieder. Und ich finde auch richtig, dass so Spieler wie der Sascha oder auch der Mike Vetter, die schon ganz andere Zeiten erlebt haben, dass sie das den neuen in der Mannschaft auch weitergehen. Also, hey, ihr habt so ein Glück hier. Die Junge nach dem Motto, wenn es hier richtig abgeht, ihr wisst gar nicht, was ihr habt. Nochmal, auch Sahne was Fans angeht, da habe ich schon nach Niederlagen hier auch schon ganz andere Sachen. Aber unser Junge, jetzt, die kommen jetzt so lang, die kommen jetzt so oft, bis ihr Spieler kapiert habt, dass ihr hoch müsst. Ja, ich finde es auch gut. Ich meine, ich war in Waldorf auch da gewesen. Du kommst an den Zaun, sprichst nochmal mit den Leuten. Und das ist für uns Fans sehr wichtig. Ja, das gehört ja auch dazu. Nochmal. Also es war ja auch, der auch mit Rossi dann gesprochen. Ja, also man muss ja sagen, wir kommen ja schon als Mannschaft eigentlich immer an den Zaun. Also das, egal wie du gespielt hast, da musst du dann nochmal, auch wenn dann Kritik oder mal ein Pfiff oder irgendwas kommt, gehört dann halt auch irgendwo dazu zu unserem Job, ne? Da müssen wir drüber stehen. Vielleicht ist es auch an dem einen oder anderen Tag einfach berechtigt.
Dann ist ja. Das so. Fertig. Aber wir wissen nochmal, wir wissen auch, wir haben da auch drüber gesprochen, so Spiele dürfen wir uns nicht öfter erlauben, weil dann geht nämlich genau auch dieses verloren. Mannschaft, Fans, weil im Endeffekt sind wir alle ein Team. Die Elf auf dem Platz, die Fans auf der Tribüne, wir sind alle ein Team. Wir fahren alle aus demselben Grund auf den Berg hoch oder auch auswärts, weil wir das Spiel gewinnen wollen. Ne? Und deswegen... Das ist mein nächstes T-Shirt. Wir auf dem Platz und wir auf der Tribüne. Ja, das ist so. Ja, es ist halt wirklich so. Also ich muss sagen, so ein, zwei Spiele so von der Art kann man auch irgendwie verkraften als Fan. Und ich bin auch keiner, der gerne mit Spielern redet nach Niederlagen, weil ich das erst mit mir selber ausmachen muss. Ich stehe dann halt vollkommen genervt da oder halt vollkommen, ich versuche Emotionen wegzudrücken, was auch scheiße ist. Mal würde ich am liebsten ausrasten, ja, und stehe dann völlig emotionslos so da und in mir drin brodelt es aber. Da habe ich auch keinen Bock, mit Spielern zu reden, aber auch deswegen, weil ich ja weiß, die sind auch nicht stolz. Ihr seid ja auch nicht stolz, wenn ihr so eine Kacke spielt. So hast du halt manchmal auch einfach in der inflationären Art wie die Saison geht's nicht. Hatten wir jetzt auch schon, wisst ihr ja auch. Ja, und wie gesagt, dass man mal ein Aalen 2-1 verliert und kein besonderes Spiel macht, geschenkt. So, kann Homburg hat's gewinnt. Ja, auch da kann man ja fast sagen, ja, Homburg war sehr gut, immerhin haben wir nicht 5 Stück gekriegt. aber bei Schott Mainz und dann nochmal in Walldorf und ach, also wie vor allem, mit so einer Fresse gefühlt auf dem Platz, sofort jede Kickers-Mentalität aufgeben, da kriege ich wirklich Aggression, das geht nicht. Und das sage ich auch öffentlich, sage ich auch jedem von euch. Und die meisten, glaube ich, wissen das auch. So ein Rossi hat es ja auch innerhalb von 3 Monaten kapiert, was Offenbach ist. Und das ist aber, glaube ich, das, was eben gesagt wurde. Ich glaube, du hast gesagt, oder du, dass ihr so die länger da sind oder ein Rossi, der es verstanden hat, das einfach immer wieder in die ganze Mannschaft rüberbringt, dass jeder checkt, was eigentlich Offenbach ist, also, was die Fans wollen. Viel wollen wir gar nicht. Weil du das angesprochen hast, Schott Mainz, also das war für mich das schlimmste Spiel seit Jahrzehnten. Also ich war nicht dort gewesen, ich habe mir das im Internet angeguckt und meine Frau sagt nun zu mir, wir haben es gespielt. Ich habe geschwiegen. Ich habe gedacht, jetzt gesagt, was ist mit dir los? Lass mich einfach gehen. Lass uns Kaffee trinken, Kuchen essen. Lass uns spazieren gehen. Ich will über dieses Spiel heute nicht sprechen. Und das passiert bei mir selten. Entweder raste ich wirklich aus oder freue mich oder rutsche auf den Boden, mache einen Diver, keine Ahnung, raste völlig aus. Aber das war ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, Alter, hättest du mir mit 57 die Kickshow gegeben? Ich hätte wenigstens mal einen umgebügelt. Ja. Ja, genau. Aber da war ja. Hol dir die gelbe Karte, Mann. Das war so blutleer. Das war so völlig ohne Körpersprache, emotionslos. So, Alter, was ist denn das? Also, das ist genau der Punkt. Und da gibt es auch überhaupt nichts schön zu reden. Also, Schott Mainz war. Also, jetzt kannst du noch besser werden. Also, für mich war das der tiefste Tiefpunkt ever. Wer das mal gesagt, Rudi Völler. Ja, nochmal ein tieferer Tiefpunkt. Also, um da nochmal, du wirst da wahrscheinlich bestätigen können. Ich kann euch sagen, also wenn ich am Trainingsplatz bin oder in der Kabine, die Jungs arbeiten hart, die Jungs geben Gas und ich habe auf jeden Fall Vertrauen in die Jungs. Und habe ich auch gesagt, da wächst was zusammen, definitiv. Ja. Aber das Spiel nochmal, Schott Mainz. Ja, alles gut, es ist jetzt passiert und wir machen es besser. Eigentlich ist das ein positiver Aspekt, das könnte man aufnehmen, das Spiel. Und wenn irgendwie der eine oder andere von der Mannschaft meint, oh, es läuft, oder? Guckt euch das Spiel an. Genau. Als negative Antwort. Gar keine Gegneranalyse machen, einfach Schott angucken. Ne? Einfach 1,5 Stunden voll reinziehen, das Spiel. Und weil das war... Boah. Ja, aber so Erlebnisse brauchst du, glaube ich, auch. Also die hatten wir ja damals auch 13, 14 ja. Und dann auch im ersten Spiel direkt 14, 15 und es wurde ja dann auch oft gesagt, also, dass das wie so eine Schalter war. Ja, also da muss ich sagen, da habe ich wirklich eine Parallele auch gehabt. So für mich privat jetzt zu Hause, ich werde es nie vergessen, erster Spieltag in der Meistersaison, fahren wir nach Pirmasens, Aufsteiger, verlieren 3-0. Ja. Dann sind wir an den Zaun gegangen, da habe ich gedacht, wir sind heute abgestiegen. Was da los war, das war... Ja. Also ich fand sie in Worms auch schon schlimm letztes Jahr. Und ja, aber damals war es, glaube ich, noch extremer. Ja, gut, letztes Jahr Worms kann ich nichts zu sagen, deswegen, aber das war schon hart und ja, im Endeffekt, danach, ja, haben wir, glaube ich,
Bis feststand, dass wir Meister sind, kein Spiel genau, verloren. So lange nicht verloren, dann haben wir aber 8 Spiele am Stück gewonnen. Kamen die Pokalspiele dazu. Ja, aber das ist so, ein gewisser, Erfolg gibt dir auch einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Da hast eine Leichtigkeit, dann kommen auch diese Spiele, wo du sagst, okay, die drehen wir noch. Ja. Wo eigentlich keiner weiß wie, aber das muss erst zusammenwachsen. Ja, und deswegen nehmen wir alle Erfahrungen mit. Ich würde jetzt sagen, ohne abwürgen zu wollen, wir sind jetzt bei fast 1,50. Sorry an alle Zuhörer. wir hätten die große Sanduhr nochmal umdrehen können und wären jetzt gerade so fertig geworden. Ich habe es schon bei Sascha, aber es ist ja auch nicht schlimm. Wir werden es auch. Die Leute haben sicherlich Bock, das zu hören, deswegen danke, dass ihr das. Danke jetzt auch dir, dass du mich erfahren hast. Nein, nicht zu danken, keine Ahnung. Vielleicht kommen ja noch mal ein paar Fragen, dann machen wir halt nochmal ein. Alles gut. Ja, super. Ja, nee, also die anderen zwei Jungs kriegen wir vielleicht dann auch noch mal hin. Das war jetzt kurzfristig. Wir werden den Dreier Dossel machen. Vielen Dank. Toll. Ja, dafür musst du aber die Scheine schon reinschmeißen. Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht mal mehr eine Münze. Da musst du eigentlich einen Profi rein. Also vielen Dank, Sascha, dass es geklappt hat, dass du trotzdem da warst. Auch natürlich, dass wir jetzt hier aufnehmen durften, dass du auch so auch aktiv, für deine Expertise. Ja. Danke. Ja. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. Ja. Du darfst gerne noch mal was sagen über deine Geschichte hier. Ja, richtig. Du darfst auch noch kurz Schleichwerbung machen. Immer gerne. Nein, ich mache keine Schleichwerbung. Ich mache direkte Werbung. Also wer Zeit, Lust, Interesse hat an einem Personal Training oder auch an einem 1:2 Training, Paartraining. Das heißt also mit Partner oder mit Kumpel, mit Freund, kann sich gerne bei mir melden. Oder aber auch ganz was anderes mache ich übrigens auch, Firmenfitness. Wer eine Firma hat und will Fitness machen, auch gerne bei mir melden unter info@dein-sporttrainer.de. Würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns auf dem Bersch. Geiles Schlusswort. Michael, auch wieder vielen Dank. Ich feiere gerade meinen Sascha. er ist nach meinem Mikey. Ja, über den, über den geht nichts. Ne? Da lasse ich nichts durchgehen. Ist mir egal. Das kriegen wir da auch kann noch die größte Kacke zusammenkicken. Also, ich meine, was er nicht macht. Ja? Was er nicht macht. Nee, danke, Sascha. Ja. Und so. Natürlich auch wieder Tobi, danke. Wie immer. Mir selbst danke ich jetzt nicht. Ich wünsche euch schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Wird nicht lang dauern. Ihr wolltet einen Doppelpass. Ihr werdet ihn kriegen. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin verbleiben wir als Dummgebabbel und wir sehen uns dann auch wieder auf dem Bash, wie du schon sagtest. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.